Das Bundesverfassungsgericht hat den Paragraphen 217 abgeschafft. Wie sollen wir uns jetzt im Bereich Palliativ- und Hospizarbeit positionieren? Würden Sie jemandem helfen, der sich töten möchte? Das sind schwierige Fragen und darauf gibt es natürlich keine einfachen Antworten. Hier bei Palliativ und wollen wir Ihnen Denkanstöße geben, damit Sie sich positionieren können. Erleben Sie eine Plenardiskussion unseres Palliativkongresses 2020. In dieser erläutert uns ein namhafter Jurist die juristischen Hintergründe zum Thema § 217 und Sie erleben auch eine Pro-Kontra-Diskussion innerhalb der eigenen Palliativgesellschaft. Ich hoffe, Sie können daraus etwas für sich mitnehmen. Ich grüße Sie ganz herzlich, Raymond Volz, mein Name. Ich bin seit 16 Jahren der Direktor des Zentrums für Palliativmedizin in Köln, Mitbegründer der DGP und als solcher auch ein bisschen in Sorge um unsere DGP, um unser Palliativmedizin, so wie wir sie aufgebaut haben, anhand dessen, dass wir doch in einer sehr heißen Diskussion uns bewegen. Das sehen Sie allein daran, dass wir die Sakkos ausgezogen haben. Eine heiße Diskussion, einfach deswegen haben Sie auch alle zugeschaltet. Es geht um die Situation § 217 StGB nach der Abschaffung durch das Bundesverfassungsgericht kurz vor Corona. Kommen wir jetzt wieder in die Diskussion um diese Abschaffung und die Frage natürlich, wo stehen wir? Was erwartet Sie heute? Wir erwarten nicht, dass alle Ihre Antworten heute beantwortet werden. Sie wissen, morgen um 12.30 Uhr geht es weiter mit einer Diskussion auch zum Thema Sterbehilfe. Aber was wir heute machen wollen, ist doch nochmal eine Grundlage schaffen zu dieser Frage, wo stehen wir? Wir werden 4 Impulsreferate hören, Professor Thorsten Werell, Strafrechtler und Direktor des Kriminologischen Seminars der Universität in Bonn. Als zweiten werden wir dann Dr. Matthias Töns aus Witten hören, der im Hintergrund das schöne bergige Witten hat. Nein, das ist der Colorado, habe ich gehört. Sie werden es gleich sehen. Danach werden wir Heiner Melching hören von der Geschäftsstelle der DGP, was dort an Meinungen an verschiedenen Impulsen hereingekommen ist und schließlich Professor Lukas Radbruch, der auch die erste Stellungnahme der DGP zu diesem Thema vorstellen wird. Und auch die DGP möchte diese Veranstaltung nutzen, zuzuhören, zu hören, was sind Ihre Meinungen dazu. Wir werden also wirklich versuchen, diese ersten 4 Impulse auch erst einmal ohne wesentliche Diskussion uns anzuhören, um dann auch wirklich ausreichend Zeit zu haben, mit Ihnen zu diskutieren und Ihren Chatbeiträgen. Und bewährter Manier wird Oliver Meyer zu meiner Linken Ihre Chatbeiträge ein bisschen sortieren und wir werden das dann gemeinsam diskutieren. Ja, vielleicht erlauben Sie mir eine kurze Einführung zu dem Thema als was mir sehr hilft, und Sie sehen, ich diskutiere hier schon mit 2 Händen, bei der Frage, wo stehen wir nach Abschaffung des § 217, dann muss man sich natürlich mit der einen Hand fragen, wir brauchen einen Standpunkt, vielleicht ist das auch den Auftrag, Herr Werell wird uns das gleich erzählen, an uns alle einen möglicherweise auch neuen Standpunkt oder einen Standpunkt, den wir schon hatten, nur nochmal bekräftigt zu haben. Da müssen wir natürlich wissen, wo stehen wir, auf welchem Weg sollen wir denn einen Standpunkt jetzt bekommen. Und in dieser Differenzierung, glaube ich, hilft es, sich anzuschauen, wenn wir Betroffene uns angucken. Die erste Frage ist natürlich, gibt es diese Betroffenen überhaupt? Manche mögen von uns sagen, nein, mir hat das noch nie ein Patient gesagt, ich möchte vorzeitig versterben. Das Bundesverfassungsgericht sagt uns klar, ja, es gibt diese Menschen. Und dann heißt es also für uns in der ersten Stufe, wie begleiten wir sie? Es ist also die erste Ebene der klinischen Begleitung, egal wo sie sind, welchen Beruf sie haben, ob sie auch ehrenamtlich sind, ob sie spezialisiert, ob sie allgemeine Palliativ-Hospizarbeit machen, egal. Wie begleiten Sie diese Menschen? Wie reden Sie mit ihnen über die Todeswünsche?
Die zweite Ebene, die dann folgt, ist, wie kompetent sind wir allesamt? Kann man das steigern in der Diagnostik solcher Todeswünsche? Das heißt also, was für eine Form von Todeswunsch liegt vor, welche Hintergründe, welche Beweggründe, welche Bedeutung, dass es im Moment auch formuliert wird, hat es, und dann natürlich bis hin zu der Frage von Handlungen, die nicht unbedingt notwendigerweise in jeder Äußerung von Todeswunsch schon enthalten ist. Das ist aber die wesentliche Diagnostik. Und dann schließlich drittens natürlich die Ebene der, ja, der Durchführung, der Handlungsempfehlung. Und wie weit begleiten wir Menschen? Natürlich müssen wir erst einmal schauen, Ihnen auch vielfach ist es das auch schon, was genügt, dass man sagt, nein, du musst nicht alles das tun, was uns dir das Gesundheitswesen vorschlägt. Wir dürfen auch Nein sagen. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die wir anzubieten haben. Palliative Sedierung, freiwilliger Verzicht, vielleicht auf Essen und Trinken. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht kommt das ja jetzt, die Assistenz beim Suizid. Und dann ist die Frage für uns, sagen wir, das machen wir nicht und tschüss. Mit all den Konsequenzen für die Betroffenen. Oder sagen wir, ja, das machen wir nicht, aber wir überweisen dich, so wie zu einem Neurologen oder egal wohin. Oder wir sagen, wir beteiligen uns. Also das sind sozusagen diese Ebene der Betroffenen. Und da, wenn wir uns fragen, wo stehen wir, müssen wir zu diesem Weg einen Standpunkt finden. Die zweite Hand dient der Frage, wir. Wer ist wir? Da sind wir als Einzelne gefragt, die Einzelnen von uns, die wir uns natürlich, und das wird uns Herr Ferrell wahrscheinlich auch bestätigen, die Autonomie haben, später wahrscheinlich, wir werden sehen, was die Bundesärztekammer für Ärzte sagt, aber die Autonomie haben werden, uns zu entscheiden, ob wir teilnehmen, ob wir nicht teilnehmen. Das dürfen wir beides wohl dann machen. Wir müssen es aber für uns als einzelne Personen entscheiden. Die nächste Ebene aber ist die unseres Teams zu Hause in unseren Einrichtungen. Nehmen wir als Zentrum für Palliativmedizin, als Hospizdienst an diesen auch Assistenz beim Suizid wahr. Teil. Wie ist es dann mit unseren Trägern, die darüber nochmal stehen? Natürlich die kirchlichen Träger, auch von Pflegeeinrichtungen, aber die weltlichen Träger, wie eine Universitätsklinik. Wo steht die denn in diesen Diskussionen? Und dann natürlich die Ebene innerhalb unserer Gesellschaft von den organisierten Partikularinteressen. Das ist natürlich so etwas wie die Fachgesellschaft, aber auch die verfasste Ärzteschaft, die Bundesärztekammer, die werden sich auch positionieren müssen zu dieser Frage oder zu diesen Fragen. Es gibt ja viele, wie wir hier gesehen haben, am Patienten. Und dann schließlich natürlich auf der letzten, obersten Ebene unsere Gesellschaft mit der Frage, was bedeutet das auch alles, was wir gerade diskutieren, mittelfristig für unsere Gesellschaft, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das werden wir bisher noch nicht wirklich empirisch wissen, aber was wir zumindest wissen, ist, was die juristische Ebene, die Diskussion derzeit uns vorgibt, und das ist sozusagen die Vertreter der Gesellschaft. Also Sie sehen, wenn wir das diskutieren, nach Abschaffung von 217, wo stehen wir, das möchten wir Ihnen mitgeben auf den Weg. Nicht, dass alle Fragen bis 19.30 Uhr gelöst sind, aber zumindest dieses Schema, dass Sie auch in Zukunft auch beginnen, darüber differenziert, wenn Sie es nicht schon tun, nachzudenken. Und das wollen wir Ihnen ein bisschen auch an Informationen jetzt mitgeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt, werden wir alle sehr gespannt, Herrn Professor Ferrell, lauschen, der uns jetzt aus juristischer Ebene sagt, wo stehen wir denn jetzt, bezogen aufs Strafrecht, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgehend. Herr Professor Ferrell, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, Herr Volz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir auch die Freude gemacht haben, hier als Erster reden zu dürfen. Ich möchte mich auch kurz fassen und mein Eingangsstatement wie folgt gliedern. Ich will Sie nicht im Zweifel darüber lassen, welche Position ich vertrete. Punkt 2 wird entscheidend sein, was sind denn die wesentlichen Aussagen, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat? Denn die haben natürlich Einfluss darauf, wenn wir uns dann den Fragen zuwenden, wo stehen wir jetzt und was für Reformschritte sind notwendig? Welche Leitplanken, so will ich es mal formulieren, hat das Bundesverfassungsgericht hier aufgestellt? Was nun meine eigene Position anbelangt, Sie haben einen Strafrechtler eingeladen und ich darf darauf hinweisen, dass sich
150 Strafrechtskolleginnen und Kollegen vor dem Paragraphen 217 maßgeblich dagegen ausgesprochen haben, das Strafrecht in diesen Bereich hineinzulassen. Und das ist auch meine Position und ich will auch nicht verschweigen, dass ich an einer der Verfassungsbeschwerden mitgewirkt habe, die gegen 217 eingereicht worden sind. Was hat nun Karlsruhe zur Begründung der Erklärung der Verfassungswidrigkeit von Paragraph 217 gesagt? Was sind die Kernaussagen? Das ist schon mal der erste Hammer, der so vielleicht gar nicht zu erwarten war, nämlich die grundrechtliche Absicherung nicht nur des Rechtes, Nein zu Behandlung zu sagen, sondern auch des Rechtes, sich das Leben zu nehmen. Das war vorher in der Klarheit nicht formuliert. Man ist davon ausgegangen, dass es ein weder verbotenes noch wirklich erlaubtes Verhalten ist. Jetzt hat es den grundrechtlichen Schutz aus Artikel 2 und Artikel 1, also Persönlichkeitsrecht und Menschenwürde. Zweiter Hammer, so will ich es mal sagen, es gibt keine Beschränkung dieses Rechtes auf bestimmte Leidens- oder Sterbenskrankheitszustände, was auch immer. Sie kennen das schon aus dem Recht der Patientenverfügung. Auch da ist so ein Passus eingefügt, dass die Gültigkeit von Vorausverfügungen nicht vom Krankheitsstadium abhängig ist. Das wurde ja konsequent weitergeführt unter der Vorstellung, der Staat darf sich nicht anmaßen, selber zu urteilen, ob Suizidwünsche, sagen wir mal, in Ordnung gehen, ob sie berechtigt sind, ob man das genauso machen würde. Bitte alles unter der Voraussetzung, dass es sich um frei verantwortliche Entscheidungen handelt. Dritter Punkt, der nun für Sie besonders relevant ist, ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieses Recht auf Suizid verlangt zu seiner Verwirklichung auch die Möglichkeit, bei Dritten Hilfe in Anspruch nehmen zu können, soweit diese Dritten diese Hilfe anbieten. Und 217, so die Argumentation im Verbund, das will ich hier schon sagen, mit dem Berufsrecht, macht es Suizidwilligen faktisch unmöglich, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, gerade mit Blick auf ärztliche Suizidassistenz, die nämlich von dieser Vorschrift, so sah es das Bundesverfassungsgericht, und auch vom Berufsrecht abgehalten werden, davon hier beizustehen. Nächster Punkt, palliativmedizinische Versorgung wurde immer als Argument dagegen genannt, dass man Suizidassistenz leisten muss. Eine gute Versorgung soll doch gehen. Hier hat Karlsruhe auch sehr deutlich gemacht, einmal welche Bedeutung die Palliativmedizin natürlich im Rahmen der Suizidprävention hat, aber auch, dass die Versorgung oder die Alternative der Palliativmedizin kein Argument sein kann, um zu sagen, wir schränken frei verantwortliche Suizidwünsche ein. Damit einhergeht dann die Feststellung, dass es, so würde ich auch fast formulieren, selbstverständlich keine Pflicht gibt, dass man palliativmedizinische Behandlung in Anspruch nimmt. Letzter auch wichtiger Punkt, und da tut sich sicherlich eine Parallele zum Abtreibungsrecht auf, niemand, also auch kein Arzt, ist verpflichtet, Suizidhilfe zu leisten. Das schafft schon mal so ungefähr den Rahmen und jetzt fragen wir uns, was hat denn die Abschaffung von 217 bewirkt? Ich würde das relativ entspannt sehen. Wir sind jetzt wieder da, wo wir vor der Einführung des 217 gestanden haben, zumindest strafrechtlich gestanden haben. Jetzt gilt wieder in vollem Umfang die Straflosigkeit der Teilnahme am frei verantwortlichen Suizid. In strafrechtsdogmatischen Kategorien, der frei verantwortliche Suizid ist kein strafwürdiges Unrecht, ist keine Straftat, dann kann auch die Teilnahme daran nichts Strafbares sein. Das ist ein Rechtszustand, der seit dem 19. Jahrhundert gegolten hat und insofern bitte ich nochmal darauf aufmerksam machen zu dürfen, dass der 217 den Bruch dargestellt hat. Das ist das Neue, was gekommen ist. Wir hatten erstmals eine Kriminalisierung einer bestimmten Form der Suizidteilnahme, Unabhängigkeit von der Freiverantwortlichkeit. Das ist in meinen Augen der Sündenfall gewesen, sodass ich ganz die Aufregung nicht verstehen kann, wo stehen wir jetzt plötzlich, wenn 217 weg ist. Da, wo wir vorher, wie ich meine, auch ganz gut gestanden haben. Ich muss das ein bisschen relativieren. Die Rechtslage ist nicht mehr ganz gleich geblieben, nämlich die grundrechtliche Aufwertung des Suizidrechts, die wird Konsequenzen haben, aber wie ich meine, nicht strafrechtlich. Was das Ganze nun bedeutet, ist, dass wir auch die Rechtslage strafrechtlich nach wie vor haben, die gilt. Natürlich ist die Teilnahme an dem in der Empirie weit überwiegenden Fällen unfreier Suizide mit Strafbarkeitsrisiken behaftet. Es kommt nicht etwa zur Erosion der
des Verbots der Tötung auf Verlangen. Hier finden oft so Vermischungen statt, die mir gar nicht gut gefallen, auch wenn davon gesprochen wird, es wird über Sterbehilfe diskutiert. Das ist viel zu ungenau, diese Terminologie. Wir müssen gucken, worum geht es denn? Und uns geht es hier um die Teilnahme am Suizid. Es bleibt dabei, dass das, was früher passive Sterbehilfe genannt wurde, nicht nur zulässig, sondern unter Umständen geboten ist. Es bleibt dabei, dass die Symptomlinderung erlaubt ist. Es bleibt aber auch, und da kommen wir jetzt auf einen heiklen Punkt, bei der Strafbarkeit nach dem Betäubungsmittelgesetz, wenn nämlich dort aufgeführte Substanzen verabreicht werden. Und das darf ich vielleicht schon sagen, da wird der Gesetzgeber dran müssen. Das führt mich gleich zu meiner nächsten Folie. Was haben wir denn nun auf der Reformseite zu erwarten? Das Bundesverfassungsgericht hat hier auch, wie soll man sagen, Andeutungen gemacht, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es hat sehr wohl darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber Maßnahmen ergreifen kann, um die Autonomie des Suizids zu sichern, auch um gesellschaftlichen Einflüssen entgegenzuwirken, die in Richtung einer Normalisierung der Suizidbeihilfe gehen dürften. Ja, das darf der Gesetzgeber. Jetzt kommt aber das Aber. Das Aber besteht darin, dass ein solches Schutzkonzept aber nicht zu einer Aushöhlung des Rechts zum Suizid und auch der Suizidassistenz führen darf. Es muss, so sagt das Bundesverfassungsgericht, faktisch hinreichenden Raum lassen, dass sich das auch noch entfalten darf. Das sind sehr abstrakt gesprochen die Leitplanken, die hier aufgezeigt worden sind. Was das Bundesverfassungsgericht dann auch gesagt hat, und jetzt komme ich zum Punkt, da lehne ich mich auch gerne weit aus dem Fenster, das ärztliche Berufsrecht muss geändert werden. Denn das Verbot, was in 10 von 17 Landesärztekammern besteht, hat sicherlich unter dem Blickwinkel dieser Entscheidung keinerlei Bestand mehr, wie es ohnehin schon immer verfassungsrechtliche Zweifel an diesem Verbot gegeben hat. Da müssen die Landesärztekammern ran. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich halte es auch für unausweichlich. Das Bundesverfassungsgericht war da etwas vorsichtiger, möglicherweise, dass man an das Betäubungsmittelrecht ran muss. Denn das ist ja nun auch ein Hindernis bei der Entfaltung von Suizidwünschen. Hier würde ich persönlich auch den größten und erfolgversprechendsten Betätigungsraum sehen. Aber darüber werden wir sicher noch diskutieren können. Was hat das Bundesverfassungsgericht gesagt? Es hat gesagt, es spreche gar nichts gegen ein sogenanntes prozedurales Sicherungskonzept, wo es dann also um Aufklärung, um Wartefristen und all diese Dinge geht. Das kann man machen, das könnte man, auch wenn man es denn möchte, strafrechtlich absichern. Sterbehilfevereine können unter einen Erlaubnisvorbehalt gestellt werden, selbstverständlich. Besonders gefahrträchtige Erscheinungsformen, also etwa die auf Gewinnerzielung angelegte Suizidbeihilfe oder reißerische Werbung und Anpreisen von Suizidbeihilfe, da kann man sicherlich dran gehen, gar keine Frage. Dann fallen da Begriffe, die sind wirklich noch sehr abstrakt, medizinische und pharmakologische Qualitätssicherung und Missbrauchsschutz. Das sind nur Andeutungen, da wollte sich das Bundesverfassungsgericht sicherlich nicht zu weit einmischen. Das sind jetzt die Aufgaben, die man lösen muss, zu fragen, wo greifen wir hier ein, was machen wir? Ich will dann auch schon zum Ende kommen, wir wollen noch eifrig diskutieren. Ich komme noch mal zu meiner Profession des Strafrechts und sage, ich halte nicht viel davon, wenn das strafrechtlich abgesichert werden sollte. Und ich darf daran erinnern, dass Sie als Gesellschaft, als DGP im Jahr 2014 diesen bemerkenswerten Satz gefunden haben, um dann den 217 zu unterstützen. Gut, das mag ja sein. Für mich hat das nach wie vor Gültigkeit, denn ich glaube, dass man mit einem so scharfen Instrument wie dem Strafrecht ganz behutsam und vorsichtig in solch schwierigen Bereichen wie der Frage, wie das Lebensende aussieht, was der Einzelne tun darf, da sollte man sich dem enthalten. Und mit der Tradition hat der 217 gebrochen. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, dass er abgeschafft worden ist. Und wir müssen jetzt mal sehen, wie der Gesetzgeber mit diesem Problem, was er bekommen hat. Und ich muss sagen, das ist deswegen entstanden, weil man den Weg des 217 gegangen ist. Hätte man diese Vorschrift nicht eingeführt, stünden wir jetzt nicht da, wo wir stehen. Ich will es nochmal betonen, das, was das Bundesverfassungsgericht als problematisch angesehen hat, ist dieser Doppelblock. Kriminalisierung einerseits und ärztliches Berufsrecht, was das als berufswidrig ansieht, das geht nicht. Und jetzt muss man sich eine Lösung überlegen, wie man rauskommt, wie man einen Kompromiss findet zwischen Autonomieschutz und Möglichkeit der Verwirklichung frei verantwortlicher Suizidwünsche. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Ferrell, dass in diesem
Ritt durch und über die Paragraphen, die uns jetzt aber doch einiges beschäftigen werden. Und ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, stehen wir eben doch nicht mehr ganz da, wo wir in 2015 standen, sondern sind einen deutlichen Schritt eigentlich weiter in Richtung Autonomie und in Richtung, ja, wahrscheinlich auch Legalisierung dessen, was eh schon legal war. So habe ich das jetzt verstanden. Aber eben auch das habe ich jetzt gerade gehört, dass das, was ja eigentlich auch ein wesentliches Momentum war, diesen Paragraph 217 einzuführen, nämlich Menschen zu schützen vor ja, Kommerzialisierung von Assistenz, vom Suizid, durchaus auch jetzt vom Verfassungsgericht wieder aufgenommen würde und gesagt wird, ja, das dürft ihr durchaus auch wieder einführen. Nur im Moment sind durch das Urteil alle Tore weit auf und wir haben es gehört, keine Reichweitenbegrenzung. Also wenn man nach Kanada guckt, dann Medical Assistance in Dying bezieht sich alles nur auf die Sterbephase der letzten 12 Monate. Wir hier reden über das gesamte Spektrum in der Bundesrepublik Deutschland, also auch Gesunde, auch Jugendliche, auch psychisch Kranke, also das sind alles Themen, aber uns interessieren natürlich die Palliativpatienten vor allem und können uns dazu äußern. Herzlichen Dank, wir werden sicherlich da ein Querblick zu Bernd-Oliver Meyer rüber im Moment. Das bestätigt den Dank für die klare Darstellung und auch nur einmal das, was du auch schon kurz zusammengefasst hast, dass eine Nachfrage kommt. Herr Werell, Sie zeigen sich überrascht von den Begründungen des Bundesverfassungsgerichts. Hat sich also nicht doch etwas verändert, wenn auch nicht strafrechtlich? Aber das ist, glaube ich, von dir schon angesprochen worden. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt einen anderen Beschwerdeführer und Sie sehen, wie wir hier auch offen diskutieren. Und herzlichen Dank, Herr Töns. Wir hatten ja einige Ihrer Mitstreiter auch angefragt für diese Session. Sie haben sich bereit erklärt, die anderen nicht. Sie haben sich bereit erklärt, herzlichen Dank. Und Sie sind uns jetzt aus Colorado, aus Witten zugeschaltet. Dr. Matthias Töns, bekannt aus Funk und Fernsehen, will ich fast ein bisschen sagen, Palliativmediziner, Anästhesist, Schmerztherapeut, niedergelassener Palliativmediziner in Witten. Sie waren auch einer der Beschwerdeführer und haben sich in ihrer Berufsausübung gehindert gesehen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, erzählen Sie uns nochmal, was denn genau Sie behindert hat, an was Sie auch behindert wurden. Und jetzt vor allem, wenn wir in die Zukunft schauen, natürlich fühlen Sie sich beflügelt durch das Urteil, das kann ich mir gut vorstellen. Aber was bedeutet es jetzt, um diese ganz offene Tür auch wieder zu schließen, damit die Patienten, um die Sie sich jeden Tag kümmern, eben auch nicht schaden, dass wir da keinen Schaden bekommen? Was schlagen Sie da vor? Ich bin gespannt, was Sie uns zu sagen haben, Herr Töns. Danke, dass Sie da sind. Ja, ich hoffe, Sie hören mich. Ja. Wunderbar. Ja, Brand und Krise, von denen ja dieser Gesetzentwurf kam 2015, waren ja nicht müde zu betonen, wie auch viele andere, dass dieses Gesetz nahezu chirurgisch die Bösen bestrafen will und organisierte Sterbehilfe verhindern will. Und kaum war das Gesetz irgendwie im September beschlossen, hatte ich eben einen Patienten. Und das ist der Klaus, der hatte eine ALS. Wir hatten über Suizidhilfe gesprochen. Der hat natürlich für seine Atemnot bei ALS Morphin bekommen oder Opiate bekommen und Schlafmittel. Ich hatte den 3 Monate betreut und kurz nach dem Urteil hat er sich das Leben genommen. Ich mutmaße mal auch aus Angst davor, dass ich ihm vielleicht in der Zukunft nicht helfen werde. Und entgegen den vielen Beteuerungen hatte ich dann eben die Polizei in der Praxis mit einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Und das war auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich mache Palliativmedizin seit 2001 und da ist mir noch nie vorgeworfen worden, ich stehe unter dem Verdacht, dass dem Verstorbenen zu hohe Mengen an Medikamenten verschrieben wurden, obwohl dieser erkennbare Suizid hat. Die Argumente, die immer wieder für ein strafrechtliches Verbot der Hilfe oder der Selbsttötung kam, möchte ich ganz schnell einmal abklappern. Erstmal hieß es, dass die ganzen Ärzte und Ärzteorganisationen dagegen wären. Es wäre eine Ärztemeinung, würde dagegen sein, ein Ärzteethos. Es gab das Dammbruchargument, wenn wir das nicht strikt verhindern, dann werden eben Alte und Kranke dazu praktisch genötigt. Der Hippokrates würde dagegen sprechen. Ich mache es schnell. Diese ganzen Argumente tragen in meinen Augen nicht. Da gibt es überwiegend auch Gegenargumente. Zumindest ist es wissenschaftlich strittig. Teilweise sind die ganz deutlich widerlegt. Das einzige Argument, was ich als unglaublich stichhaltig und wichtig
finde, ist die Ambivalenz von Sterbewünschen. Das kennen wir Palliativmediziner nur zu Genüge. Montags bis Freitag sind die Menschen alleine und verzweifelt und möchten nicht mehr leben. Und am Wochenende kommen die Enkelkinder und dann haben sie wieder Glück und wollen leben. Und es wäre ja ein Drama, wenn man dann am Freitag Suizidhilfe machen würde. Also diese Ambivalenz, das ist tatsächlich etwas, was mir auch Bauchschmerzen macht. Ein Argument möchte ich gerne rausnehmen. Es wird immer gesagt, die Ärztemeinung wäre so, dass wir als Ärzte uns verweigern würden. Das wollen wir nicht. Es gab schon damals, als das Gesetz kam, unglaublich viele Umfragen. Eine habe ich selber gemacht. Durchaus auch, sage ich mal, konservative Kollegen haben die Umfrage gemacht, Professor Zenz zum Beispiel. Und es kam eigentlich überwiegend immer raus, für ein Verbot der Hilfe bei der Selbsttötung war immer eine Minderheit. Ärzte waren mehrheitlich gegen ein Strafgesetz und eine eigene Umfrage unter Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen hat ergeben, das fand ich ganz interessant, das ist oben rechts das Bild, je näher Kollegen oder Ärzte oder Pflegepersonal am Leid dran sind, desto weniger sind sie für ein Verbot der Suizidhilfe, am wenigsten für ein Verbot waren die DGP-Mitglieder, die selber tödlich erkrankt waren. Das finde ich bemerkenswert, denn wir sollten die Betroffenen auch fragen. Wir sind eine Fachgesellschaft, die sich um das Wohl Sterbenskranker kümmert. Ein weiteres Nebenergebnis der Umfrage war, dass 45% der Mitglieder der DGP in Nordrhein-Westfalen beantwortet haben, die Sterbephase eines Familienmitglieds war leidvoll. Ich möchte aber auch auf eine Umfrage der DGP, die DGP etwas später gemacht hatte, eingehen. Dort wurde uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, nur 21% der Mitglieder der DGP, also von bundesweiten Mitgliedern, sehen die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Änderung. 21%. Wohingegen ein Verbot der organisierten, geschäftsmäßigen Sterbehilfe von 56% befürwortet wird. Da sieht man schon, wie gefragt wurde in dieser Untersuchung nach organisierter Sterbehilfe. Der Jurist Ferrer wird uns bestätigen, dass das Wort geschäftsmäßig keinesfalls nur die organisierte Sterbehilfe trifft, sondern denjenigen, der das wiederholt macht oder wiederholt plant, sprich auch Ärzte. Und wir müssen uns darum gar nicht streiten, weil das Bundesverfassungsgericht hat in meiner Klage auch stattgegeben. Und ich bin wegen Artikel 12, also Berufsfreiheit, da belastet. Und deshalb ist das Gesetz auch nichtig neben den Patienten, die gewonnen haben. Dieses wichtige Ergebnis, dass nur 21% praktisch der Kollegen und Kollegen aus der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Änderung sahen, taucht in der offiziellen Publikation im Bundesgesundheitsblatt und rechts nicht auf und das finde ich wissenschaftlich hoch unseriös. Es kam das Urteil, Professor Ferrer hat es glücklicherweise alles schon gesagt, und da hat uns, sage ich mal, medizinische Kläger sehr überrascht, dass es keine Reichweitenbeschränkung gab, das ist weit über dem, was wir beantragt hatten. Und uns hat natürlich auch überrascht, dass organisierte Suizidhilfe erlaubt wird, und zwar mehr oder weniger, solange sich die Ärzteschaft verweigert. Erwähnt worden, es wird ein prozedurales Sicherungskonzept empfohlen. Der Lebensschutz sollte unter Achtung der Selbstbestimmung durch Aufklärungs- und Wartepflichten eben geachtet werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht schon erklärt hat, je nach Lebenssituation können unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit eines Selbsttötungswillens gestellt werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte klare Vorgaben angemahnt und auch den Lebensschutz noch angemahnt. Das will ich nicht verschweigen. Dann machte sich Anfang des Jahres, dieses Jahres, Minister Spahn auf und schrieb 30 Organisationen an, damit man sich zusammensetzt oder damit man ihm schreibt, wie man sich das prozedurale Sicherungskonzept vorstellt. Und da muss man mal klar sagen, er hat 30 angeschrieben und von 20, das sind Sterne, das sind Organisationen, die haben sich entweder massiv, sogar im Bundestag, für den Paragraph 217 eingesetzt, also den verfassungswidrigen Paragraphen, oder haben sich in der Presse dazu ganz positiv positioniert. Ich war der einzige Beschwerdeführer, der da eingeladen ist und gut mit Professor Borasi und ich sage mal im erweiterten Rahmen seinem Team gibt es natürlich da auch liberale Gedanken. So, der DGP-Vorstand, das werden wir ja gleich noch im Detail hören, hat dann eine Stellungnahme abgegeben und es sei kritisch zu prüfen, ob das eine Behörde macht. Da muss ich sagen, da ist mir fast die Brille runtergefallen, als ich das gelesen habe. Also Suizidhilfe gehört ja in jedem Fall in der Vorbereitung in ärztliche Hand. Wie soll man anders die
Verantwortlichkeit feststellen und warum, bitteschön, soll das eine Behörde machen? Das ist mir gänzlich unklar, zumal 40% der Ärzte sich bereit erklären, das zu machen. Dann steht in dem Schreiben, die DGP unterstützt § 16 der Musterberufsordnung, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Das hat Professor Ferrell schon gerade gesagt, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig sein, das wussten wir schon vorher. Jetzt ist es in jedem Fall eigentlich abzuschaffen. Bin ich unglücklich, die Forderung der DGP, es wird eine zweifache ärztliche Begutachtung gefordert, eine strikte Trennung dieser begutachtenden Ärzte vom Team. Sie wissen, wie schnell man in Deutschland Facharzttermine kriegt, das ist schon die erste kleine Hürde. Dann soll eine fachpalliativmedizinische Beratung und ein Votum einer Ethikkommission stattfinden, möglichst ansässig an einer Landesärztekammer. Und danach soll es dann noch eine 30-tägige Wartezeit bei Schwerbetroffenen geben, sonst über ein Jahr. Und wir müssen doch mal ehrlich miteinander umgehen. Die Patienten, die wir betreuen in Witten, haben SAPV-Betreuung 18 Tage. 18 Tage sehe ich die Patienten im Median. Ja? Wie sollen denn da 30 Tage, bitteschön, vernünftig? Das ist ein Totalverbot wieder. Es wurde in der Stellungnahme, deshalb bin ich auch etwas sauer, keine Kritik der AG Ethik berücksichtigt. Es wurde keine Information der Mitglieder vorgenommen. Es fand keine Information der Landesvorsitzenden statt, obwohl wir schon Anfang des Jahres einen kritischen Brief zur Veröffentlichung zumindest im Landesverteiler Nordrhein-Westfalen angemahnt haben. Da bin ich Vizesprecher. Das wurde von der DGP praktisch nicht gemacht. Wir wurden in den internen Bereich der Homepage verbannt. Befindet sich bis heute keine Diskussion zur Thematik. Und das, was mich am meisten ärgert, ist, dass dann in einem Brief wohl steht, bis zu einer Rückmeldung des Gesundheitsministers werde aber davon Abstand genommen, diese öffentlich zu diskutieren, damit sie ihre Wirkung entgehen. Mein Konzept, was ich an Spahn geschrieben habe, habe ich in die Schmerzmedizin, dieser Zeitschrift des Schmerzmedizinblättchen veröffentlicht. Ich möchte es ganz kurz einmal sagen. Natürlich finde ich, dass man da dran was tun sollte. Die Gesunden, das ist die größte Gruppe der Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Also potenziell reversible Gründe, Gesamtgesellschaft, die sehen wir das als Unglücksfall an. Da, sag mal jetzt überspitzt, ja, Liebeskummer, Geldnot, Trauerreaktion, Einsamkeit oder leichte körperliche Einschränkungen. Da ist doch jedem Arzt klar, dass es da an Nachhaltigkeit in aller Regel fehlt. Da ist Hilfe geboten und das ist doch auch da, wo mein Herz steht. Also zum Beispiel mehrfache psychiatrische Gutachten und natürlich auch Wartezeiten. Aber immer vorsichtig, ich sage das auch immer dabei, das ist nicht unsere Baustelle. Wir sind Palliativmediziner, ich bin kein Psychiater, da kenne ich mich nicht groß aus. Das, finde ich, gehört in die Hand der Psychiater tatsächlich. Und ich fände es gut, wenn es da eine Leitlinie gibt, die eben einfach das Kriterium der Nachhaltigkeit als fehlend bei diesen Gründen definiert. Dann gibt es die größte Gruppe in meinen Augen, die seriös sind. Das sind die, sag ich mal, sterbensfern, sterbenskrank. Das sind die Patienten, die sich in Oregon und nach Studien international am meisten bei Suizidhelfern melden. Zum Beispiel wegen dieser Angst vor dem, was noch kommt. Angst auch vor der Therapie. Entweder ich werde gesund oder gleich tot, ist da oft so der Spruch. Das sind natürlich auch potenziell reversible Gründe. Auch da sehe ich eine Notwendigkeit. Ein psychiatrisches Gutachten muss vielleicht nicht vom Psychiater sein, sondern es gibt ja sehr, sehr viele sehr gut qualifizierte Hausärzte mit psychosomatischer Grundversorgung. Das kann man sicherlich flexibel gestalten. Und dann gibt es die Gruppe, für die ich einfach nach Karlsruhe gegangen bin. Ich nenne sie mal sterbensnah oder zumindest schwer leidend und nicht linderbar. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe. Wir haben das in Palliativdienstwitten einmal bei 400 Patienten im Jahr. Da verbieten sich in meinen Augen zeitraubende prozedurale Vorgaben per se, sonst ist es ein Totalverbot. Das betreuende Palliativteam reicht, guter Standard wie bei einer palliativen Sedierung, also Vier-Augen-Prinzip, Qualifikation von Ärzten, Pflegekräften, Aufklärung, Alternativen. Finde ich da klug. Ich komme zum Ende. Eine fehlende Berücksichtigung der Mitgliedermeinung, heimliche Stellungnahmen, selektive Publikation und Unterdrückung fachinterner Diskussionen geht in meinen Augen gar nicht. Ich würde mal vermuten, das ist auch satzungswidrig. Und wenn man sowas schon macht, dann bitte nicht im Namen von 6.000 Mitgliedern und bitte auch nicht in meinem Namen, sondern im Namen des Vorstands. Eine wissenschaftliche Fachgesellschaft ist nämlich nicht der Malteser Ritterorden. Ich fände es gut, wenn wir das Urteil anerkennen würden und uns als Ärzte an einer Mitgestaltung einer Folgelösung beteiligen. Und wir sollten uns als DGP wieder um die wirklichen Probleme kümmern. Meine Güte, assistierter Suizid ist bei uns eine Rarität, ja? Die wirklichen Probleme, Übertherapie. Jeder zweite Mensch in Deutschland stirbt
mittlerweile auf einer Intensivstation. Und wir haben als Fachgesellschaft nichts, ich habe gar nichts getan für die Frühintegration der Palliativversorgung. Da ist dringender Handlungsbedarf da. Hat es bei der Verweigerungshaltung von der Bundesärztekammer, von den Vorständen, wird das Geschäft mit dem Tod blühen. Dann wird das Bundesverfassungsgericht sagen, aber jetzt keine andere macht, dann muss es eben Organisationen machen. Damit die das machen, muss man dafür Geld zahlen. Übrigens, Ärzten braucht man kein Geld zahlen. Ich kriege auch kein Geld für eine palliative Sedierung. Also das ist ja lächerlich, eine Gebührenziffer oder so. Regelungsbedarf ist da. Ich finde es gut, wenn man das positiv in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung regelt. Da gehört es hin. Es braucht natürlich einen guten Überallschutz, aber bitte nicht dem Psychiater am Sterben. Dankeschön. Herr Töns, herzlichen Dank. Und Sie haben sich auch Ihren Unmut jetzt von der Seele geredet. Und es ist ja nicht so, dass Sie nicht gehört werden und sprechen können. Also das ist ja etwas, wo ich bitten würde, jetzt in den kommenden Beiträgen auch zu versuchen, nicht auf dem, wie wir kommunizieren, rumzureiten. Ich denke, das ist etwas, was auch noch aufgearbeitet werden sollte. Und jetzt aber hier auch die Kolleginnen und Kollegen, die zugucken, nicht interessiert, sondern auf den inhaltlichen Punkten. Und ich denke, da waren ja viele dabei, die wir alle sofort auch unterschreiben können. Ich nenne nur als Beispiel die Ambivalenz, Sie haben es genannt, von Freitag auf Sonntag oder von Donnerstag auf Sonntag von Todeswünschen. Aber wie wir in eigenen Studien auch gesehen haben, wie wir alle auch klinisch wissen, ist es ja sogar eine Gleichzeitigkeit von ich will sterben und ich will gleichzeitig leben, was dort sein kann. Ein zweites Prinzip, wo wir uns sofort einigen können, ist auch die Trennung und die Klarheit. Das ist vielleicht etwas, was das Bundesurteil jetzt auch uns aufgegeben hat, das aus dieser Grauzone herauszuholen und klar zu machen und auch zu trennen zwischen der Begleitungsebene, der Diagnostikebene und dann vielleicht eben auch der in irgendeiner Weise Durchführungsebene, das ist etwas. Oder dass es natürlich auch viel häufigere Probleme in der Übertherapie gibt und andere, die sehr viel häufiger in unserer palliativmedizinischen Praxis sind. Obwohl natürlich Todeswünsche insgesamt sehr häufig sind, das wissen wir alle. Aber die Frage nach ärztlich assoziiertem Suizid, das, was übrig bleibt nach einer ausführlichen Gespräch und Diagnostik, das ist wirklich eine gewisse Rarität bei uns. Aber es ist eben ganz häufig, dass wir darüber reden müssen. Ja, herzlichen Dank, Herr Töns. Da sehe ich eine Chathand. Eine Chathand, genau. Also zum einen vielen Dank auch dir hier nochmal von denjenigen, die im Chat unterwegs sind, für die klare Haltung und irgendwie auch der Kommentar. Gut, dass bei uns endlich diskutiert wird. Aber auch eine ganz konkrete Nachfrage, die hier nochmal gestellt wurde. Und zwar, habe ich richtig verstanden, organisierte Sterbehilfe wurde erlaubt, solange sich die Ärzteschaft verweigert. Könnten Sie das nochmal erklären, bitte? Ich denke, das haben einige noch nicht so verstanden, wie du das genau interpretierst. Also man hat ja praktisch jetzt ein Recht definiert auf die Hilfe bei der Selbsttötung. Und das Recht muss auch in der Praxis tatsächlich umsetzbar sein. Das hat man sehr klar gesagt. Reichweitenunabhängig, ja, wenn das gut findet, nicht, sei dahingestellt. Aber es ist ganz klar, wenn sich kein Arzt bereit erklären wird, dann wird man andere zulassen. Das hat man auch mehr oder weniger durch die Blume klargestellt. Also es wird Organisationen geben, ja. Man wird sicherlich zugeben können, dass man da nicht einen Reibach draus machen kann, aber es wird dann sicherlich auch definiert werden, wie das angemessen bezahlt ist. Mutmaße ich, aber es wird in jedem Fall Organisationen geben, wenn die Ärzte uns verweigern, das ist ganz klar. Ja. Ja, und das ist auch etwas, was wir zu bedenken haben, wenn die Ärzteschaft, die verfasste Ärzteschaft, wenn wir als Palliativmediziner Nein sagen, hat das Konsequenzen. Wir positionieren uns und wir dürfen uns positionieren, auch das ist unsere Autonomie, die wir haben, aber es hat dann natürlich auch für die Betroffenen und die Gesellschaft eventuell Konsequenzen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Das müssen wir immer mit bedenken. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Keine weitere Chathand im Moment. Das sind die akuten Chathände. Nachher kommen die vielen Diskussionsbeiträge, die Sie hoffentlich alle in der Zwischenzeit auch Ihre Gedanken zu Chat bringen. Nicht Papier, sondern zu Tastatur oder wohin auch immer. Ja, der nächste Beitrag ist von Heiner Melching. Heiner Melching, Geschäftsführer der DGP. Wir kennen ihn alle. Schätzen ihn alle, ich wollte gerade sagen, wir lieben ihn alle, Heiner, in deiner Funktion, in der Geschäftsstelle. Und schilder uns doch mal, ist Herr Töns der Einzige, der so
proaktiv dieses Thema derartig vertritt. Was kommt denn bei euch so im Alltag an der Geschäftsstelle an? Erzähl uns doch mal ein bisschen aus dem Alltag diesbezüglich aus der Geschäftsstelle der DGP. Heiner Melching. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung hier und für die Möglichkeit des Gesprächs. Ja, wo stehen wir? Und ich würde jetzt tatsächlich diesen Blickwinkel der Fachgesellschaft mal einnehmen, also aus Sicht der wissenschaftlichen Fachgesellschaft DGP, wo wir stehen, und kommen aber auch gleich genau dazu, wonach du gefragt hast, Raymond. Erstmal, und das hat ja auch Herr Professor Ferrell schon gesagt, stehen wir da, wo wir vor dem Dezember 2015 standen? Das wäre erstmal eine Frage. Und dann, wenn dem so wäre, könnten wir haben uns nicht abgesprochen, haben da nur das Gleiche rausgesucht, dann könnten wir als DGP eigentlich zufrieden sein und sagen, wir wollten eh keine Neuregelung im Strafrecht. Das war auch eigentlich doch nach einem langen Prozess, auch mit AG Ethik und vielen Beteiligten aus der DGP und extern, sind wir da zu der Überzeugung gekommen, zu dem Zeitpunkt, dass es richtig war. Dass wir uns teilweise später auch anders positioniert haben, hat was mit Diskussionen zu tun, aber vor allem damit, dass alle anderen, es waren ja dann 5, sage ich mal, relevante Angebote in der Politik, und alle anderen uns so absurd erschienen, dass dies sozusagen das kleinste Übel war. Und mein Verdacht war tatsächlich auch, dass Herr Gröhe selber gedacht hat, hätte ich das mal gar nicht erst angefasst, aber wenn du als Politiker ein Versprechen abgibst, ich mache ein Gesetz, und du sagst dann plötzlich, mache ich doch nicht, dann verzeihen wir das unseren Politikern immer nicht so gerne. Und deswegen war, glaube ich, die Politik auf der Suche nach der harmlosen Lösung, und da dachten wir, das sei sie auch, weil alle anderen Vorschläge ja eindeutig diese Reichweitenbeschränkung hatten. Also man musste sich durch ein bestimmtes Leid qualifizieren, um Suizidhilfe in Anspruch nehmen zu können, was wir völlig für absurd hielten. Und das ist ja jetzt auch klar, dass vor dem Verfassungsgericht all diese anderen Vorschläge natürlich auch sang- und klanglos untergegangen werden, weil die alle eben diese Unterscheidung eben von messbarem, objektivierbarem Leid hatten. Also das war der Grund, warum wir da dann, aber die Grundhaltung war, und ich glaube, es ist auch immer noch so, dass wir davor nicht unzufrieden waren mit der rechtlichen Situation. Das heißt rechtlich ja, mit dem kleinen Unterschied, den Professor Ferrell ja auch gesagt hat. Also ich würde so sagen, jetzt ist offiziell das erlaubt, was vorher nur einfach nicht verboten war. So, wenn man es jetzt für einen Nichtjuristen formulieren würde. Aber gesellschaftlich und auch fachgesellschaftlich würde ich ganz klar sagen, nein, sind wir nicht dort, wo wir 2015 waren. Wir haben, was hat sich verändert? Zum einen, das auch mal um was Positives deutlich zu erwähnen, wir haben das Hospiz- und Palliativgesetz, und das ist ganz sicherlich auch durch die Diskussion um den 217 beflügelt worden zumindest. Wir hätten es vielleicht nicht in der Geschwindigkeit gekriegt, und nicht ohne Grund ist ja auch das Gesetz, das Hospiz- und Palliativgesetz, einen Tag vor dem 217 verabschiedet worden. Das sollte auch ein Signal sein. Und Matthias, du hast natürlich recht, wenn du sagst, die Palliativmedizin hat immer postuliert, wenn sie gut genug aufgestellt ist, dann gibt es keine Sterbewünsche mehr. Ich glaube, dass es in absoluter 100% so nicht stimmt, war allen klar. Aber es war strategisch, glaube ich, an der Stelle gut, sich da auch mal ein bisschen weit aus dem Fenster zu legen, weil dann die Politik gesagt hat, okay, wenn es so ist, dann fördern wir nochmal die Hospiz- und Palliativversorgung im Besonderen durch dieses HPG. Und da ist ja vieles drin, was uns tatsächlich auch hilft. Und was, egal wie es dann inzwischen auch ausgestaltet, umgesetzt ist, doch vieles Gutes drin. Also somit hat es wenigstens auch was Gutes gehabt, die Diskussion. Aber es hat sich verändert, die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema. Es war zwar immer schon wieder Thema, und es wurde dann auch immer mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aber die Aufmerksamkeit ist größer geworden. Auch die Diskussion, und da bin ich bei deiner Frage auch, Raymond, und die innerhalb der DGP, und auch die Heterogenität, die wir sicherlich auch vorher hatten, aber sie ist, glaube ich, deutlicher und spürbarer geworden und auch diskutiert worden. Das ist natürlich auch klar, in den Anfängen der DGP mit ein paar hundert oder tausend Mitgliedern, mein Vorgänger Thomas Schindler kannte alle mit Vornamen, da war man auch selbstverständlich so eine Art Wertegemeinschaft, allein weil man palliativ war. Das ist mit 6000 Mitgliedern anders, das ist selbstverständlich. Was sich aber eben auch verändert hat, und das erlebe ich mit Bedauern, dass es auch eine zunehmende Polarisierung und, ich sage mal, so eine Lagerbildung gibt und immer die Überlegung, gehörst du zu den einen oder zu den anderen? Und ich glaube, das erschwert wirklich die Kommunikation und den Dialog miteinander. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, auch was du, Matthias, da an die Wand geworfen hast. Ich meine, das weißt du selber, dass da einiges von nicht stimmt. Also wir sind in den internen Bereich der Webseite verbannt worden. Jedes DGP-Mitglied kann da rein. Also wir wollten ja auch die Diskussion
Diskussion mit allen 6.000 Mitgliedern führen. Da ist man nicht verbannt, wenn man in die Gemeinschaft der Mitglieder geschoben wird. Und dieser Satz, der dich besonders geärgert hat, das haben wir euch auch versucht zu erklären. Das ist da, wie du zitiert hast, sicher schlecht formuliert. Aber es ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn wir eine Stellungnahme, die von GKV oder GBA oder ein Ministerium angefordert wird, dass wir die nicht sofort auf eine Website setzen, sondern warten, bis die das veröffentlichen und dann machen wir es auf die Website. Das ist Standard, machen eigentlich auch alle so. Und wir haben immer geguckt, wann machen die es endlich auf ihre Website, haben sie nicht getan. Wir haben es jedem, der nachgefragt hat, geschickt, so wie ich die auch und den anderen, die Stellung genommen haben, auch. Also von daher, das meine ich damit, dass ich glaube, dass wir da uns bemühen sollten, von dieser Polarisierung in die Guten und die Bösen uns tatsächlich wegbewegen müssen, weil sonst gewinnt vielleicht der Stärkere oder der Klügere oder wie auch immer, aber nicht das bessere Argument. Klar, und das hat sich auch verändert, die Diskussion ist natürlich in hohem Maß durch die Medien geprägt, die ja auch sehr polarisiert hat. Und gut, da bist du gut in dem Geschäft, Matthias, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Wenn du dich in eine Fernsehsendung setzt und sagst, noch nie sind die Menschen so unwürdig gestorben wie heute, dann hätte ich dir gerne ein Geschichtsbuch geschickt hinterher. Aber es hat natürlich auf der einen Seite eben sehr polarisiert, aber natürlich auch dazu geführt, dass es mehr Aufmerksamkeit hat. Die aktuelle Situation der DGP kann man sagen, was sich tatsächlich jetzt aktuell sehr verändert hat. Wir haben Anfragen nach dem Medikament, also die Pille für alle Fälle als Rettungsanker, circa ein- bis zweimal die Woche tatsächlich. Das gab es vorher gar nicht. Weil es auch viele gar nicht wussten, was alles bei uns erlaubt ist. Also das war ja auch in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren deutlich, diese Unaufgeklärtheit auch der Bevölkerung, was man bei uns alles darf. Also dass wir mehr dürfen als in den Niederlanden, weil da die Beihilfe zum Suizid verboten ist und, und. Was mir auffällt bei den Anrufen, die bei uns eingehen, die ja dann auch oft bei mir am Telefon landen, dass eigentlich nie jemand anruft, der es jetzt in der akuten Situation haben will, sondern so als Rettungsanker für irgendwann will. Also die Illusion, und die ist in der Gesellschaft verbreitet, ist, man kriegt jetzt die Pille für den Nachttisch. Und da muss ich sagen, ich würde mich nicht so wohlfühlen mit der Pille in meinem Nachttisch, weil ich würde jeden, oder nicht jeden, aber an manchen Morgen, wo meine Frau Freundin mir das Frühstück bereitet, erstmal gucken, ob die Pille da noch drin ist. Also da wäre ich tatsächlich, würde ich mich unruhig fühlen, weil man gibt jemandem eine, ich sag's mal überspitzt formuliert, eine tödliche Waffe in die Hand, nur weil er verspricht, er benutzt sie nur für sich selbst, halte ich zumindest für ein Risiko. Und vielleicht will sich ja auch gar nicht jeder vergiften, sondern eine andere Waffe dann irgendwann haben. Aber dieser Rettungsanker ist deutlich. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die Diskussionen teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich sind, weil die Blickwinkel andere sind. Klar, und deswegen hatten wir ein bisschen Sorge natürlich auch vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts, weil das war uns völlig klar im Vorfeld schon, dass diese Reichweitenbeschränkung nie und nimmer funktionieren kann, dass man sagt, du musst ein bestimmtes Krankheitsbild erstmal erreichen, um dich dafür zu qualifizieren. Also jeder darf es, jeder Gesunde und wie auch immer. Das ist nochmal deutlich klargestellt worden. Was auch natürlich die aktuelle Situation ist, Überlegung zur Regulierung, das hatte Matthias angesprochen. Wir haben da auch tatsächlich was ans BMG geschickt, in erster Linie aber mit dem Wunsch, darüber sozusagen ein Gespräch dort zu kriegen. Das wird ja Lukas nachher näher erklären, worum es uns da im Grunde ging und auch extra Gespräche erst nach diesem Kongress gelegt, weil wir hier die Diskussion führen wollen. Und eine Frage, die für mich auch völlig offen ist, ist die Frage, ob wir uns als Fachgesellschaft für Palliativmedizin überhaupt zu dem Thema Nicht-Palliativpatienten äußern sollen oder ob das nicht unser Fachgebiet ist. Andererseits gibt es auch Argumente dafür, weil man sagt, wenn jemand jetzt beschließt, sein Leben zu beenden, ist er am Lebensende, ist er dann palliativ? Wo ist die Grenzziehung? Es wird auch da sicherlich nicht ganz einfach werden, aber das ist offen nach wie vor, finde ich. Und das ist für mich auch eine Herausforderung der DGP, wirklich, was sie schon angesprochen hat. Ich glaube, wir müssen zu einem kultivierten Umgang innerhalb der DGP mit kontroversen Positionen kommen, dass einzelne AG-Mitglieder mit Nicht-DGP-Mitgliedern nicht in der Geschäftsstelle oder beim Vorstand anrufen oder das Gespräch suchen, sondern Pressemitteilungen irgendwie versenden. Finde ich eigentlich eine obskure Kultur. Erinnert mich an vielen, was in der Gesellschaft gerade passiert, aber würde ich jetzt nicht als zielführend betrachten. Zum Schluss noch ein paar kurze Sorgen und Bedenken, die mich natürlich auch umtreiben. Zum einen, und das erleben wir jetzt auch und das werden wir weiter erleben, aus meiner, das ist meine persönliche Sicht, eine deutlich zu starke Fokussierung auf die juristische Ebene, das versucht werden soll, zu normieren, was höchst individuell ist. Also manche haben mal diese Graubereiche gesprochen, für mich waren das Buntbereiche, die man ausfüllen könnte an individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Und ich fand immer das Besondere in der Palliativmedizin, dass wir nicht tolle Lösungen geschaffen haben und dann festgestellt haben, das Problem ist das Falsche, sondern das Problem angeguckt haben und dann individuelle Lösungen konstruiert haben. Und
die widersprechen oft der Idee einer Normierung. Das glaube ich, das macht mir Bauchschmerzen an einen Stellen. Zumal dann oft gedacht wird, ah, wenn es erlaubt ist, muss ich es auch machen. Das ist natürlich logisch, nicht alles, was man darf, muss man auch tun. Aber an dieser Grenze wird ja im Moment nur definiert und die Juristerei gibt für mich den Rahmen, das Spielfeld vor, wie in anderen Dingen auch. Also habe ich auch schon gesagt, eine Ehe wird auch juristisch geregelt durch Scheidungsrecht und Eheschließung, aber die Musik, die spielt woanders, nämlich in der Beziehungsebene. Und das erleben wir ja auch in der Palliativ- und Hospizversorgung. Deswegen ist zum Beispiel auch die Rückmeldung in der DGP von denen, die tatsächlich in diesem Feld arbeiten, mit großer Mehrheit deutlich andere als von denen, die auf der Metaebene darüber diskutieren, wie das moralisch, ethisch oder juristisch zu bewerten ist. Es ist ja gut, dass es diese beiden Ebenen gibt und wir brauchen sie auch beide, aber da sind zumindest die Rückmeldungen unterschiedlich. Seit 20 Jahren bin ich in Ärztekursen unterwegs. Ich stelle seitdem immer die Frage, fehlt ihnen irgendwas, um Menschen beim Sterben zu helfen? Hat noch nie einer was vermisst? Haben alle gesagt, können wir doch im Grunde und tun es auch, aber eben nicht auf einer normierten Ebene. Und da glaube ich, dass deswegen da ein Unterschied ist, weil auf der Palliativstation, auf der ich gearbeitet habe, war ich immer sehr überrascht, was Menschen auch ehrfürchtig und demütig, was Menschen aushalten können und dann auch wollten offensichtlich. 90 oder die große Mehrheit der Patienten, die da lag, hätte man die vor 3 Jahren gefragt, würdest du so mal leben wollen, hätten die, glaube ich, gesagt, nein, dann brauche ich die Pille. Und plötzlich wurden diese Sterbewünsche da kaum geäußert oder ich habe es gar nicht erlebt, selbst bei ALS-Patienten, wo ich mich das selbst gefragt habe, warum die das sich nicht wünschen. Also da entdecken die dann doch manchmal noch was, was man mit rechtlichen Normen oder theoretischen Diskussionen nicht fassen kann und man weiß dann nicht, was sie am Leben hält. Deswegen, und das sieht man auch in der Schweiz, also ich glaube, das ist wirklich der Wunsch oft eher nach dem Rettungsanker ist. Ein bisschen Sorgen macht mir auch diese Sehnsucht nach der schnellen und vielleicht wird es dann auch irgendwann die kostengünstige Lösung. Du hast ja schon gesagt, Matthias, du würdest auch umsonst machen, wobei ich das gar nicht verstehe. Wenn jemand eine Leistung erbringt, kann er auch Geld dafür kriegen und da kann man nicht sagen, es gibt unmoralische Leistungen, gibt es kein Geld für und für moralische doch. Also daran wird es aus meinem Verständnis noch nicht mal scheitern. Aber dass natürlich dann auch eher die Gefahr besteht, dass jemand sagt, ich komme mir jetzt medizinisch oder pflegerisch oder wie auch immer nicht weiter, ich habe aber eine Pille und das wird dann ja auch sozusagen, wenn es normiert wird, auch eine akzeptierte Alternative werden und dass wir dadurch ein bisschen den Stand verlieren, den wir jetzt haben, eine Alternative dazu zu sein. Und ich glaube, ich möchte, dass die Palliativmedizin auch einen Rettungsanker anbietet, aber eben einen anderen und dass wir da dann auch vielleicht in einem gesunden Wettbewerb irgendwann stehen. Und deswegen glaube ich schon, auch wenn das mal bestritten wird, gesellschaftlicher Druck, immer wenn etwas normiert wird und gesellschaftlich, und das legen nicht wir fest und nicht die DGP und niemand, sondern wenn die Gesellschaft sich auf etwas verständigt, dass etwas eine Option ist, dann kann das natürlich immer auch einen gewissen Druck ausüben. Das ist auch selbstverständlich, dass wenn die Frage offen im Raum steht, du kannst dir eine Pille für den Suizid besorgen, dass man sich dann auch die Frage stellt, wäre es jetzt der Zeitpunkt? Meine Pflegekosten fressen das Erbe meines Kindes auf. Also ich will nicht sagen, dass das schlimm oder schlecht ist, aber ich habe zumindest ein paar Bedenken. Ich habe auch nicht Ängste deswegen geschrieben. Und eben, was mir, ich bin ja nun kein Arzt und kann verstehen, dass ihr sagt, ihr seid die Einzigen, die es könnten, aber die Reduzierung der Diskussion auf eine Methode und eine Berufsgruppe entspricht auch nicht der Realität, das weißt du auch, wir haben Sterbehelfer und Organisationen in Deutschland unterwegs, ein pensionierter Lehrer, der in Niedersachsen jetzt ja angeblich mit der geerbten Kaffeemühle von Herrn Arnold unterwegs ist und das ist ja jetzt auch erlaubt, also das heißt, verboten war ja immer nur, für diese 4 Jahre die Geschäftsmäßigkeit, auch wenn der Begriff schlecht war und das Gesetz dann auch vermutlich nicht gut war. Aber es war ja nie verboten, Suizid zu begehen oder jemand beim Suizid zu helfen. Jetzt ist sehr offen, dass man damit eben auch Geschäfte machen darf. Und das glaube ich nicht, dass sich das regulieren lässt. Wenn ich jetzt eine Internetfirma aufmache, wäre nochmal eine Frage an die Juristen, wo ich irgendwelche Adapter für Autoabgasleitungen in den Fahrerraum verkaufe, dann könnte mir das, glaube ich, erstmal jetzt keiner verbieten. Und tatsächlich sehe ich auch eine Gefahr von Kollateralschäden. Und zwar vielleicht auch meine eigene Erfahrung. Ich habe 10 Jahre, das weißt du, verwaiste Eltern betreut. Und die große oder eine große Zahl dieser Eltern, die ich da betreut habe, und es waren ja mehrere Tausende über die 10 Jahre, die wir da hatten, haben massive Suizidwünsche und Nachsterbewünsche gehabt, ihren Kindern hinterher zu sterben. Und die waren nicht nur gesponnen, die waren teilweise sehr konkret und man musste sehr offen darüber reden. Und habe ich auch nicht verstanden, dass Herr Beck dann sagte, reden über Suizidwünsche kann Förderung sein. Also das war schon immer Prävention.
Also ich bin sicher, in dieser Runde hätte ich einiges an solchen Pillen verkaufen können. Da hätte ich ein gutes Geschäft gemacht. Da wären einige nicht mehr da, die jetzt noch da sind zum Glück. Und da ist es auch mit einem halben Jahr und auch mit einem Jahr noch nicht getan, weil die Trauer um mein Kind bleibt. Und manche haben gesagt, am Todestag des Kindes gehe ich hinterher. Also ich habe mehrere, auch ältere Menschen jetzt in Diskussionen kennengelernt, die gesagt haben, in meinem Leben gab es so viele Krisen, Tod von Mann, Kind, Krieg. Wenn mir es immer sehr leicht gemacht worden wäre, einen Suizid zu begehen, wäre ich nicht so alt geworden. Und das ist so jetzt ja die Herausforderung, wie soll man das finden, zu sagen, da ist die Grenze. Und ich habe ehrlich gesagt keine gute Idee. Wir waren auch mit unserem Vorschlag im Vorstand jetzt nicht himmelhoch jauchzen und sagten, das ist jetzt die Lösung, sondern wir wollten damit einen Diskussionsanstoß geben. Gut, vielleicht nur noch ganz kurz, weil das vorhin so in der Rolle stand, dieses ärztliche Berufsrecht. Ich verstehe mal gar nicht, Herr Arnold war ja unterwegs und ich darf das zeigen, weil ich mit ihm da auch selber darüber diskutiert habe. Da hat das Bundesverwaltungsgericht deutlich, das Verwaltungsgericht Berlin, was deutlich entschieden, dass es ein Verbot für Ärzte nicht gibt. Also das Berufsrecht ein extrem stumpfes Schwert ist und es noch nie ein Arzt in Deutschland wegen Hilfe beim Suizid berufsrechtlich belangt worden. Selbst Herr Hacketal nicht, da hat seine Barbiturate nicht ordentlich eingeführt. Aber es hat das noch nie gegeben. Deswegen hat mich die Ängste ein bisschen überrascht. Und das hatte ich dir auch mal geschickt. Das ist auch eine Situation, die wir auch schon vorher hatten. Eben auch tatsächlich Briefe von Angehörigen, die, das ist jetzt auf einen bezogen, aber es gibt ja mehrere von diesen Sterbehelfern, die unterwegs sind, wo deutlich wird, das war nicht romantisch, das Sterben. 4.000 Euro ist sie noch gut davongekommen. Und null Aufklärung über Palliativmedizin. Und wie man das verhindern will, oder regulieren will, habe ich noch nicht so eine gute Idee und deswegen bei mir die ein oder anderen Bedenken und die nehme ich auch in der DGP sehr, sehr deutlich wahr. Danke. Ja, herzlichen Dank, Heiner Melching, für diese Übersicht aus der Geschäftsstelle der DGP. Sie konnten Matthias Döns nicht sehen. Ich habe ihn beobachtet in der Zeit und ich habe, Sie können gerne nachher das widersprechen, aber an vielen Stellen auch nicken gesehen. Und ich könnte mir gut, ja, es wird bestätigt, und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns, und das hatten Sie ja auch, Herr Töns, gerade darauf hingewiesen, dass wir uns über die Dinge auch nach außen, über die wir einig sind, und das ist ja 99% auch in der Frage mit Umgang mit Todeswünschen, durchaus auch Einigkeit nach außen demonstrieren sollten. Wir haben ja gehört, das ist noch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass es in der Palliativ- und Hospizarbeit Todeswünsche gibt. Das haben die Gründungsväter international, national auch zum Teil vehement widersprochen. Vielleicht war das strategisch, politisch damals richtig. Heiner Melching hatte es 2015 als so auch bezeichnet. Aber es ist nicht die Realität. Und wir wissen auf der anderen Seite, da hatten wir ja nicht zuletzt in Köln ein großes Forschungsprojekt jetzt dazu, dass eben der Umgang mit Todeswünschen nirgendwo wirklich gelehrt wird, auch nicht in der spezialisierten Palliativversorgung. Und das ist ein Defizit, was wir haben, zum Beispiel, dass wir uns eben auch vermehrt um diese Fragen der Differenzierung, welche Art von Todeswunsch ist es denn, was steckt dahinter? Und was sind die wirklichen Handlungsoptionen? Und da hat Heiner Melching auch darauf hingewiesen, vielfach ist vieles nicht bekannt, was vollkommen legal ist und was überhaupt noch nichts mit Assistenz beim Suizid zu tun hat. Also ich habe da Hoffnung, dass wir in Zukunft auch über die Gemeinsamkeiten auch wieder mehr reden können und das nach außen auch zeigen können. Und jetzt, das führt mich über zu unserem derzeitigen Präsidenten. Die Reaktionen noch reingeben, die wir jetzt haben, ohne einzelne Aspekte aufgreifen zu können. Aber was es, glaube ich, zu sagen gilt, ist, der Chat wird ein bisschen nervös. Es ist so, dass es unsere Community nicht gewohnt ist, dass doch so pointiert emotional vertretene Positionen so dicht beieinander vertreten werden. Und es wird spürbar, dass das ein gewisses Unwohlsein gibt. Es wird allen beiden herzlich gedankt für klare Darstellungen, für klare Positionen. Und gleichzeitig wird auch die Sorge spürbar, dass da doch schon eine gewisse Grabenbildung stattfindet, die als unangenehm empfinden wird. So möchte ich es für jetzt mal interpretieren, aber das ist zumindest mal so der Stimmungsbericht, bevor wir hier in den letzten Impulsvortrag gehen. Ja, herzlichen Dank, Oliver. Es schadet nicht, kontroverse Positionen auch gebündelt zu diskutieren. Und
Ich leite trotzdem über an Professor Lukas Radbruch. Lukas, ich habe euch ja im Vorstand überhaupt nicht beneidet. Also ihr müsst ja sozusagen Stimmungen von 6.000 Mitgliedern, die kann gar nicht einheitlich sein, irgendwie aufnehmen und dann versuchen nach außen, ihr habt ja durchaus auch noch andere Ansprechpartner und Zielgruppen, mit einer einheitlichen Meinung nach außen vertreten und dann auch noch etwas tun und sagen, ihr seid die Stimme der Palliativmedizin. Und was hat das für eine Auswirkung, auch wenn ich persönlich vielleicht helfen könnte bei bestimmten Situationen, aber tue ich das dann als Palliativmediziner und was hat das für eine Auswirkung? Da beneide ich, habe ich euch nicht beneidet und ich beneide, egal wie mein Vorstand sein wird, auch weiterhin nicht. Ja. Lukas Radbruch. Vielen Dank, ja. Also was man sicher sagen kann, ist, dass das Unwohlsein, was Oliver gerade aus dem Chat berichtet hat, dass wir das als Vorstand durchaus teilen. Das durchläuft mich jetzt auch gerade. Also insofern habe ich da sehr viel gemeinsam mit den Teilnehmern der Gesellschaft und ist wahrscheinlich auch normal, weil wenn man jetzt als Vierter dran ist, dann habe ich so viele Dinge, die ich eigentlich gerne kommentieren würde. Ich habe aber nur einen 10-Minuten-Slot, also werde ich mir viele Bemerkungen verkneifen müssen. Aber ganz kurz zumindest, das Ganze entsteht ja aus einer langen Vorgeschichte. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema. Es gibt Positionspapiere schon früher und natürlich muss man auch die Betroffenen fragen. Tatsächlich ist mit Raymond Volz und Friedemann Nauck haben wir schon vor Jahren eine Forschungsgruppe gehabt, die dazu gearbeitet hat. Wir haben Patienten befragt, die einen Sterbewunsch haben. Und da war die klare Aussage, man muss das respektieren. Aber man soll es auch bei den meisten davon zumindest nicht als Handlungsaufforderung verstehen, sondern es war von den Patienten auch immer verbunden mit der Frage nach Alternativen und nach dem gemeinsam Aushalten. Also respektieren, ja, nicht abreden, nicht sagen, das gibt's nicht oder so, das ist völlig richtig, aber auch klar die Ansage, wir wollen auch gerne wissen, was es sonst noch gibt und vielleicht muss man eben auch einfach warten. Und es gibt die klinische Erfahrung im Umgang damit. Bei der Umfrage, die Matthias eben schon mit einer Zahl zitiert hat, war auch klar, dass 74% der befragten Ärzte sagen, dass sie regelmäßig Sterbewünsche von Patienten hören, auch auf der Palliativstation. Das kann ich auch aus meiner Praxis bestätigen. Trotzdem, wo stehen wir jetzt? In dieser Frage muss man natürlich erstmal sagen, dass die Anhörung im April 2019 und dann die Urteilsverkündung im Februar für mich zumindest auch ein kleiner Schock waren, weil das Verfassungsgericht den Paragraph 217 kippen würde oder zumindest so nicht bestehen lässt. Da sind eigentlich fast alle von ausgegangen, aber dass sie ihn so weitreichend aus dem Fenster schmeißen oder so gründlich und dass tatsächlich eben auch zum Beispiel die Motivation eigentlich gar nicht in Frage gestellt werden darf, also dass das so weit als Grundrecht rausgestellt wird, da hat man nicht mitgerechnet. Und wir wissen immer noch nicht, wie sich das letztendlich auswirken wird. Gleichzeitig wissen wir, dass ja noch andere Dinge im Gange sind. Also vor dem Bundesverwaltungsgericht gab es ein Urteil, was jetzt über Umwege dann auch irgendwann zum Verfassungsgericht kommen wird, wo es darum geht, ob eben Betäubungsmittel abgegeben werden müssen für den Suizid. Die anderen Dinge waren von Herrn Verrell schon angesprochen worden. Also da kommt sicherlich auch einiges noch an juristischer Klärung. Insofern waren wir nicht überrascht, als die Anfrage von Herrn Spahn kam. Das ist hier nochmal der Ausschnitt aus dem Brief, wo er konkret fragte, was man denn sich so an Regelungen vorstellen könnte. Und die drei Stichworte, die uns dafür geliefert wurden, als Hausaufgabe sozusagen waren, man müsse eben überprüfen, ob die Freiwilligkeit als Kurzform für die freie Willensbildung, die Dauerhaftigkeit und die Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches, wie man die festlegen könnte. Wir haben das im Vorstand diskutiert, wir haben das an die AG Ethik und die AG Psychosoziale und Spirituelle Versorgung weitergegeben. Wir haben von anderen Seiten Zuspruch oder Zuarbeiten gekriegt und das waren wirklich extrem kontroverse Diskussionen. Also was jedem klar war, ist, hier gibt es keine einfachen Lösungen. Hier gibt es niemand, der sagen kann, wir nehmen doch einfach die Regelung aus dem Ausland, aus einer bestimmten anderen Rechtslage. Oder wir haben doch irgendwo schon klare Regelungen, die wir einfach so übernehmen können. Und das fing an damit, dass wir diskutierten, sollen wir überhaupt uns zu diesem Thema melden oder sollen wir nicht einfach sagen, wir sind grundsätzlich dagegen oder wir halten uns neutral wegen der Diversität der Mitglieder. Also war alles in der Diskussion. Wir haben dann letztendlich, Moment, genau. Wir haben natürlich auch nach den Regelungen im Ausland geguckt, nur mal
einmal als Vergleich nochmal die Kriterien, die in den Niederlanden angewandt werden. Dort ist allerdings nicht nur der assistierte Suizid, sondern auch die Tötung auf Verlangen erlaubt. Ich weiß nicht, wie weit man das vergleichen kann. Und da ist eben auch der aussichtslose Zustand, das unerträgliche Leid, keine andere angemessene Lösung, sind Bedingungen. Auch das sind ja klar vom Verfassungsgericht eigentlich schon abgelehnt, weil da zum Beispiel gesagt worden war, niemand kann jetzt auch dazu verpflichtet werden, eine Palliativbehandlung zu machen. Also man muss jetzt nicht erstmal eine palliative Testbehandlung haben, sondern man kann sowas auch im Bausch und Bogen ablehnen. Also das wird schon mal so nicht zu übernehmen sein. Oder die Regelung in Oregon. Auch da schriftlicher Antrag, 15 Tage Wartefrist. Also ich kenne keine Regelung, die nicht eine gewisse Wartefrist vorsetzt, von zum Beispiel 2 Wochen. Also ganz ohne Wartefrist, wie Matthias gerade gesagt hat, im Vier-Augen-Prinzip von jetzt auf gleich entscheiden, gibt es in keinem anderen Land, wäre was ganz Neues. Und auch das hier ist ja unter der Einschränkung, dass es nur für Menschen mit einer terminalen Erkrankung geht, also da darf die Lebenserwartung, steht irgendwo in den Ausführungen, muss geringer als 6 Monate sein, nur dann kann man das dort in Anspruch nehmen. Das ist auch von anderer Seite ja als ein Modell vorgeschlagen worden, auch die 2 Wochen wurden dann genannt, haben wir gesagt, funktioniert so auch nicht. Wir haben gleichzeitig dann Überlegungen gehabt, dass es natürlich Menschen gibt, die in Lebenskrisen sind, also nach Trauma, nach Querschnittsverletzung, nach Apoplex, wo wir wissen, dass es zum Teil ja Monate dauert, bis wieder man sich an den neuen Zustand gewöhnt. Also als vorhin gesagt worden ist, die Patienten mit ALS, die dann ja doch Lebensqualität empfinden können, die das im Moment gar nicht unbedingt den Sterbewunsch umsetzen wollen. Das, wo man, vor 3 Jahren hätte man sie gefragt, da wäre es anders gewesen. Und wir wissen, dass es aber nach solchen Veränderungen oft wirklich Anpassungsstörungen gibt, die über Monate hinweg laufen können. Und in dieser Phase würden vielleicht viele Menschen Suizidhilfe in Anspruch nehmen. Müsste man nicht ausschließen, müsste man nicht eine Sicherheitsfrist einführen, die dort recht lange ist. Und andererseits war uns klar, für schwerstkranke, sterbende Menschen wäre dann ein halbes Jahr oder ein Jahr auf jeden Fall viel zu lange. Also wir kamen eher über den Umweg zu sagen, wir müssten doch eigentlich viel rigidere Sicherheitsgrenzen einziehen, aber für die Schwerstkranken dann sie wieder lockern, kamen wir dazu, so eine Zweiteilung zu überlegen. Und das sind jetzt im Prinzip die Auszüge. Hier, was hier noch fehlt, ist Alter über 18 Jahre, würden wir noch als zusätzliches Kriterium vorschlagen. Also für Kinder und Jugendliche sollte man keine solche Regelung ermöglichen. Und das war eben schon so angesprochen worden von Matthias kurz, dass wir sagen, wir würden Gutachten empfehlen zum Ausschluss psychiatrischer Erkrankungen, zum Ausschluss von akuten Zuständen oder chronischen, die die Willensbildung beeinträchtigen können. Wir würden sagen, dass zumindest Informationen über die Palliativversorgung angeboten werden müssen. Wie gesagt, eine Zwangsbehandlung kann man nicht vorschreiben. Aber zumindest die Informationen sollten doch da sein. Denn das erleben wir auch immer wieder, dass die Anfragen, die wir erhalten, damit begründet werden, ich will später nicht ersticken, verhungern, verdursten, wenn wir eigentlich wissen, wir haben da aber super Optionen anzubieten. Das ist nicht die Regel, dass man bei ALS erstickt. Warum sollen die Patienten jetzt schon Suizid begehen, eventuell auf ein paar Jahre mit guter Lebensqualität verzichten und dann ein Lebensende mit geringer Symptomlast haben, weil wir das palliativmedizinisch ziemlich sicherstellen können? Und warum soll das nicht dann stattdessen die Alternative sein? Also zumindest die Informationen müssen doch da sein. Und eine sozialrechtliche Beratung, weil eben auch oft die Argumente mit, da geht das Erbe drauf, da muss man jetzt die Pflege bezahlen, da wird die Familie arm bei, das darf doch wirklich kein Argument sein. Und das würde man bei den Palliativpatienten dann eindampfen auf, dass man Informationen zur Versorgung am Lebensende und den Einrichtungen entsprechend anbieten muss. Auch da hatten wir übrigens dann Zumeldungen, die sagten, ja, aber da muss doch auch eine sozialrechtliche Beratung kommen, haben wir gesagt, das gehört ja zur Beratung, zur Palliativversorgung, aber eigentlich doch dazu. Für die Dauerhaftigkeit, das war das, was eben schon angesprochen worden ist, haben wir uns ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir würden schon denken, dass man, wenn nicht lebensbedrohlich krank, ein Jahr Wartezeit bräuchte und wenn lebensbedrohlich krank, dann doch 30 Tage. Wohl wissend, dass das jetzt erstmal was ist, was wir in die Diskussion werfen und dass wir hier keinen Gesetzestext, also wir haben das nicht als Gesetzesentwurf vorgelegt, sondern als Beitrag in der Diskussion. Und tatsächlich hatten wir heute Morgen eine Klausurtagung zu diesem Thema und hatten dabei nochmal festgestellt, dass das, was wir dort hier vorschlagen können, eigentlich auch gar nicht als Gesetzesentwurf vorgesehen werden kann. Also das sind nicht strafrechtliche Regelungen, die wir hier vorschlagen, sondern das sind mögliche Indikatoren, die vielleicht an anderer Stelle im Prozess verankert werden können. Das wäre dann aber wiederum Aufgabe von Herrn Spahn, zu überlegen, wie man das umsetzen sollte.
Und das Letzte, die Ernsthaftigkeit, da haben wir uns am meisten schwer getan mit. Also kann ich auch nur sagen, wenn jetzt irgendjemand unter den Zuhörenden klare Vorstellungen hat, was er bei einem dieser drei Kriterien gerne dort sehen würde, schreiben Sie es uns. Also weil ich kann nicht behaupten, dass ich sagen würde, das ist jetzt der goldene Schuss, damit haben wir es gelöst. Was nur klar war, ist, dass man eigentlich die Ernsthaftigkeit gar nicht überprüfen kann, weil das Verfassungsgericht klar gesagt hat, die Motivation ist nicht zu überprüfen. Die muss man so hinnehmen. Punkt aus, fertig. Und da würde auch der Mensch mit Liebeskummer, darf ich nicht sagen, das gilt nicht, das wissen wir doch, sondern da muss man einfach sagen, wenn das für den die Motivation ist, dann darf ich die nicht anzweifeln laut Verfassungsgericht. Da kann ich höchstens noch mit Dauerhaftigkeit argumentieren. Und hier war unser einziger Ausweg zu sagen, dann wird es da vielleicht eben eine ethische Beratung geben oder eine ethische Bewertung geben müssen, Begutachtung geben müssen. Jetzt nicht, dass man denkt, da sollten die klinischen Ethikkomitees für herangezogen werden, die wären sicher auch nicht qualifiziert, sondern ähnlich wie bei der Transplantationsmedizin müssten dafür dann vielleicht spezielle Ethikgremien eingerichtet werden, die bestimmte Expertise vorhalten müssen. Und da wäre eben eine Idee, die bei den Landesärztekammern anzusiedeln, oder sonst sicherlich auch anders möglich, die dann versuchen können, die Ernsthaftigkeit zu überprüfen, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, wie das erfolgen sollte. Das ist tatsächlich einer der wunden Punkte, auch in dem Urteil des Verfassungsgerichts, dass sie sagen, man darf die Motivation eigentlich gar nicht überprüfen, damit auch die Ernsthaftigkeit eigentlich kaum überprüfbar machen. Andererseits steht es dem Staat schon zu, dass er da eine Regelung zutrifft. Das ist der Stand der Diskussion jetzt, der ist aber sicherlich noch nicht abgeschlossen. Und wir haben sehr bewusst auch diesen Kongress ja zu einem großen Teil darum gebastelt, dass wir sagen, wir wollen genau das hier diskutieren mit den Teilnehmern. Vorhin war noch gefragt worden, wie weit können wir überhaupt zu dem Thema was sagen, zu den Nichtkranken? Und da ist es so, dass ich natürlich auch gerne als Arzt in der Palliativversorgung, der eben öfter Menschen mit Todeswunsch trifft und der die Erfahrung damit hat, würde ich schon auch gerne dafür sorgen, dass klargestellt wird, ob das eine ärztliche Aufgabe ist oder nicht. Da bringe ich meine private Meinung durchaus mit rein. Und als du eben sagtest, da ist dir der Unterkiefer runtergefallen, Matthias, habe ich gedacht, ja, aber das war von einigen Seiten sehr klar gesagt worden, das sollen auf keinen Fall die Ärzte machen, das muss man behördlich regeln. Da war ich einer derjenigen, der gesagt hat, das wird über eine Behörde auch nicht funktionieren. Ich bin aber auch der Meinung, ich möchte das als Arzt, ich sehe es nicht als ärztliche Aufgabe. Ich würde, wenn das in den Landesärztekammern gekippt wird im Berufsrecht, dann würde ich zumindest gerne Formulierungen wie, das ist keine ärztliche Aufgabe, da drin sehen. Wenn man es dann macht, dann tut man es eben nicht als ärztliche Aufgabe. Und das heißt, ich würde gerne sehen, dass die Palliativgesellschaft wirklich bei dem 2014 im Positionspapier festgelegten Stand bleibt, dass man sagt, es ist auch nicht Aufgabe der Palliativversorgung. Es ist nicht Aufgabe von Ärzten und Ärztinnen, aber es gehört zu den Aufgaben, sich respektvoll mit den Todeswünschen von Patienten auseinanderzusetzen. Und ich würde auch immer hoffen, dass das auch immer der Konsens ist, den wir hier finden können. Ja, herzlichen Dank, Lukas, auch für die schöne Differenzierung in dem, wo du gesagt hast, ich als Privatperson und wir als DGP, als Palliativmedizin, ich glaube, das ist wichtig, auch in unserer Diskussion zu unterscheiden, rede ich als Einzelmensch, rede ich als Arzt, der zufälligerweise auch Palliativmediziner ist, mit meinen persönlichen Erfahrungen, oder rede ich auch als Vertreter unserer Palliativmedizin als Gesellschaft? Und ich meine, der goldene Schuss bei diesem Thema, den du angesprochen hast, ist natürlich ein Freudscher Versprecher oder ein Freudscher Zusammenhang. Bewusst. Bewusst, ein Freudscher bewusster Zusammenhang. Und Sie haben es gehört, liebe DGP-Kongress-Teilnehmer, der Aufruf ist ergangen vom Präsidenten. Wenn Sie Vorschläge haben, schreiben Sie es. Ja, es ist, und Sie haben auch gehört, es ist eine Diskussion, die wir gerade diskutieren, die wir weiter diskutieren werden. Und auch im Nachgang zu diesem Kongress seid ihr selbstverständlich offen für bessere Vorschläge. So, wir könnten, habe ich so den Eindruck, wenn ich Herrn Töns auch schaue, aber der ist ganz friedlich da. Darf ich noch kurz eine wirklich Verständnisfrage auch noch reintragen? Genau, den wollte ich nämlich jetzt in den Chat gehen als nächstes. Danke, Oliver. Also im Chat ist Leben.
Ist doch gut, die Gesellschaft lebt. Aber ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unbedingt einzelne Positionen, sondern erstmal eine noch Verständnisfrage, die als Nachfrage zur Beurteilung der Ernsthaftigkeit kam, über die Relevanz der psychiatrischen Verfahren. Also könnte man die Verfahren aus der Psychiatrie zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit adaptieren? Das ist ja eine Frage, die diskutiert wurde. Vielleicht willst du das auch noch mal kurz kommentieren, dann haben wir da noch eine sachliche Klärung. Die könnte man benutzen zur Beurteilung der Freiwilligkeit. Also dass man sagt, wie weit eine freie Willensbildung möglich ist, die wäre bei einer psychiatrischen Erkrankung nur eingeschränkt möglich. Und dann könnte der Psychiater also mit seinen Methoden bewerten, wie weit das eben noch als freie Willensbildung durchgelassen werden kann oder nicht. Für die Ernsthaftigkeit, das ist ein genauso schwammiger Begriff wie geschäftsmäßig. Also dafür wird das nicht funktionieren. Ja, das ist ja die Erfahrung der Psychiater, die eben auch aus ihrer Erfahrung mit Suizidalität genau das Wissen und so viele Patienten haben, die nach Beendigung oder nach Therapie ihrer psychiatrischen Komorbidität dann eben so dankbar sind, aus der Suizidalität herausgeholt worden zu sein. Und auch das dürfen wir auch als Palliativmediziner natürlich nicht übersehen. Selbstverständlich nicht. Ja. Von der inhaltlichen Seite? Ja, jetzt, ich habe so den Eindruck, wir könnten hier die restliche Zeit wunderbar füllen unter den Plenumsteilnehmern. Das wollen wir aber ganz bewusst nicht. Das wird sicherlich im Nachgang auch weitergehen. Sie sind aufgerufen. Bitte, oder ist es schon zu viel? Ich rufe nicht noch weiter auf. Bitte schreiben Sie Ihre Gedanken, Ihre Fragen, auch vielleicht aus der Perspektive, was wir bisher noch nicht so besprochen haben. Wir haben die Einzelpersonen, wir haben die DGP, wir haben die juristische Ebene, aber was wir noch nicht haben, ist, wie wird es denn in Ihren Teams diskutiert? Da gibt es doch sicherlich Ihre Teams, wir bestehen ja alle aus sehr unterschiedlichen Menschen und sind stolz auf unsere Unterschiedlichkeit und auch zu diesem Thema. Und das kann durchaus auch zu zerreißenden oder zumindest aufreibenden Diskussionen in unseren Teams führen. Haben Sie vor Ort das schon begonnen zu diskutieren? Wie stellen Sie sich, nicht auf der persönlichen Ebene, weil das spielt natürlich eine Rolle, aber wie stellen Sie sich als Hospizdienst auf diese Regelung ein? Als Palliativzentrum, haben Sie die Diskussion schon begonnen und was sind dazu Ihre Erfahrungen? Das würde ich gerne auch noch diesen Aspekt mit reinbringen. Aber ansonsten denke ich mal, sollten wir vielleicht beginnen mit der Frage, gibt es noch mal zur juristischen Deckelung des Ganzen Fragen im Chat? Oder ist das so klar von Herrn Ferrell geklärt worden? Ich glaube, er hat so viel Substanz damit geliefert, dass zumindest diese Hürde schon genommen wurde und die Diskussion schon ins Lebhaftere juristisch ist doch auch ein lebhafter Verein, oder? Nein, genau. Also das Juristische war jetzt hier kein größeres Thema mehr, aber gerne, wenn dann noch Nachfragen kommen sollten. Darf ich aber noch was dazu sagen? Ja, nachdem Sie das alles jetzt gehört haben. Freut mich ja sehr, dass das so klar zu sein scheint. Ich sehe durchaus die Schwierigkeiten, vor denen jetzt der Gesetzgeber steht. Zwei Dinge würde ich gerne noch mal klarstellen. Dieses Beispiel der jungen Menschen mit Liebeskummer. Bitte hören Sie doch auf damit. Das ist doch kein Fall, der das diskreditiert, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Da kommen wir doch über die Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit ran. Und dass man jetzt überhaupt nicht nach den Motiven fragen darf, das hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt. Und wer von Ihnen würde einen Patienten mit Liebeskummer beim Suizid helfen? Also bitte sowas nicht mehr. Das Nächste, Geschäfte machen, erweckt den Eindruck, als sei es beim 2017 um Geld machen gegangen. Nein, geschäftsmäßig heißt dauerhaft, gewerbsmäßig wäre dann der Terminus, um zu sagen, da geht es ums Geld. Das war nicht Inhalt von 2017, sondern das auf Wiederholung angelegte Angebot. Also die Norm war in ihrem Bereich wesentlich weiter. Das wollte ich nur noch mal zur Klarstellung sagen. Also es ist sozusagen die ursprüngliche Idee, so hatte ich das damals verstanden, dass man Menschen vor den Tausenden von Euro teuren Assistenzsystemen, Schutz. Da ist es ein Stückchen, sagen wir mal, zu weit gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kriegen wir dann den Ja, das wäre auch ein stumpfes Schwert gewesen. Jetzt nehme ich mal die Position der Gegner der Stellblufevereine ein. Das ist ja ein leichtes, aus der Gewerbsmäßigkeit rauszukommen. Das haben schon die Gesetzesmacher gesehen. Sie wollten die Geschäftsmäßigkeit schon da drin haben. Wunderbar. Der Chat regt sich. Genau. Ich möchte einfach mal kurz zwei Spuren, die jetzt auch schon ein bisschen her sind. Oben gehen gerade die neuen Sachen ein, nur noch mal kurz aufgreifen, weil ich denke, die wurden auch relativ intensiv kommentiert. Das eine war die Stellungnahme, dass jemand schrieb, einfach so auch in der, ich glaube noch unter dem Eindruck der unterschiedlichen Positionen von Matthias und Heiner, vor allem, die ja vielleicht emotional am dichtesten beisammen waren, unlösbares Dilemma, Fragezeichen. Der eine will Leidende schützen und den Suizid erleichtern, der andere Leidende schützen, die sich vielleicht zum Suizid gedrängt fühlen. Das wurde also auch relativ intensiv kommentiert, aber in der Sache letztlich ja vielleicht gar nicht so weit auseinander, dass es durchaus um
um das Gewährleisten von Schutz für Schutzbedürftige gibt. Und dann noch eine Aussage, die vielleicht oder die dann auch deutliche Reaktionen noch so im Nachbeben nach sich gezogen hat. Warum kann das Statement, Klammer auf, steht hier nicht, aber ist gemeint, der DGP nicht sein? Das war, als Lukas seine Einführung vortrug, dass es um individuelle Gewissensentscheidungen geht und die DGP genau diese Pluralität aushalten und zulassen kann. Also die Frage, warum nicht die individuelle Gewissensentscheidung letzten Endes der Maßstab ist, der dann auch offiziell vertreten wird. Und dieser Diskussionsstrang zieht sich auch noch so ein bisschen durch. Das möchte ich einfach nochmal zurückgeben, denn ich glaube, das sind so zwei große Stränge hier im Moment. Was ist mit der individuellen Gewissensentscheidung gemeint? Also, dass der Arzt für sich das entscheidet, ob er das in diesem Fall durchführt? Oder so habe ich das verstanden, dass es eben sozusagen letzten Endes wurde dann weiter diskutiert, auch in dem Sinne, ist es dann Teil der Palliativversorgung, ja oder nein, aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern letzten Endes, dass es das Statement der DGP sein könnte, die individuelle Gewissensentscheidung in Klammern des behandelnden Arztes, des behandelnden Teams zur Maßstab der entscheidenden Situation. Ich denke jetzt mal, hier ist es nicht weiter differenziert, aber auf die Situation der schwerstkranken Sterbensnahen, ich sehe das in der Nähe zu Matthias, ich deute jetzt darüber, weil du bist da auf dem Bildschirm, Matthias Position. Und er hat sich auch gemeldet. Genau, also das einfach nur als ein Statement, dass ich hier denke, da ist noch mehr dran, was wir... Wobei wir da natürlich sagen, also das ist ja mal eine Frage, ob man das einfach darauf zurückwirft und sagt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er das in diesem Fall durchführt oder nicht. Und dann muss der eben gucken, ob seiner Meinung nach diese drei Kriterien erfüllt sind. Wobei ich auch schon denke, dass der Gesetzgeber auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts klaren Auftrag sieht, das nicht so laufen zu lassen. Also das nicht jedem einzelnen Arzt zu überlassen. Und ich muss mal, also bei den vielen Ärzten, die wir in Deutschland haben, hätte ich da Sorgen. Also ich hätte da Sorgen, dass nicht alle über die Möglichkeiten der Palliativversorgung Bescheid wissen, dass nicht alle über die Möglichkeiten der Leidenslinderung, zum Beispiel bei ALS am Lebensende Bescheid wissen, aber solche Patienten dann vielleicht beim Suizid helfen. Oder dass manche eben wirklich auch, also ich sage mal, es gibt so viele Cowboys da draußen, ein paar schießen schnell aus der Hüfte und ich habe da Angst davor. Also da hätte ich tatsächlich Sorge, dass in vielen Fällen die notwendige Sorgfalt nicht dabei ist, dass die palliativmedizinischen Möglichkeiten nicht ausgebaut werden. Also ich habe das Beispiel wirklich aus dieser Woche von einer jungen Frau mit einer Tumorerkrankung, die gesagt hat, jetzt geht das doch, warum macht ihr das denn nicht? Sie hätte gerne eine Hilfe zum Suizid. Und nachdem wir dann im Team darüber überlegt haben, haben wir nochmal einen anderen Weg gefunden, wie wir ihre Übelkeit behandeln können. Sie kriegt jetzt eben nochmal zusätzlich zu den mehreren Antiemetika noch Cortison hochdosiert und war dann so, dass sie sagte, ach gut, das hat ja neulich schon so gut geholfen, das probiert sie gerne aus, dann hat sie vielleicht doch noch, kann sie die verbleibende Zeit mit ihren Kindern doch noch nutzen. Und wie viele Ärzte würden sich die Mühe machen, dann nochmal durchzugehen und wie viele würden sagen, zwei Antiemetika haben nicht geholfen, jetzt gibt es Hilfe zum Suizid, Barbiturat, Überdosis, fertig. Da hätte ich große Sorge, wenn man das einfach jedem Einzelnen überlässt. Ich glaube, wir brauchen da schon klarere Empfehlungen und klarere Indikatoren und Richtlinien. Ja, und ich glaube auch, ich gehe, Herr Töns, ich sehe Sie dahin, dass das ist ja von keinem vorgeschlagen worden, dass es eine einfache Lösung sein soll. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Töns, Sie gehen da sicher auch mit. Sie hatten es ja auch gesagt, dass man das trennt und dass man auch eine ausreichende palliativmedizinische Expertise vorgeschaltet haben muss. Dieses Beispiel haben wir alle gehört, aber es gibt dann natürlich auch Beispiele, wo das eben nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, was machen wir mit denen? Es werden immer weniger auf der Spitze zum Eisberg, aber was machen wir an dieser Spitze des Eisbergs dann? Und ist das sozusagen offiziell von der DGP erlaubt oder nicht? Herr Töns. Matthias, den Zwischenruf noch. Den Zwischenruf nur, dass es bei der Gewissensentscheidung nicht um den Ersatz oder den Einzug in die Kriterien ging, sondern wenn die Kriterien erfüllt sind, um den Maßstab zur Ausführung. Das wird hier auch nochmal von der Eingebenden klargestellt. Bitte, Matthias. Ja, super. Also super, da bin ich ja ganz nah bei der Eingebenden. Das hätte ich nämlich auch gesagt. Es geht doch nicht darum, alles ohne Kriterien zu machen. Und da kommt jemand und sagt, ich will nicht mehr leben und dann darf man sofort eine Pille geben. Das ist ja, will ich nicht. Aber Kriterien... man kann immer, sag ich mal, Beispiele konstruieren. Ein Mensch darf auch eine rettende Bluttransfusion ablehnen, wenn wir das auch völlig idiotisch finden, aber ein Mensch darf das. Also wir müssen das ein Stück weit akzeptieren, wenn vorher Kriterien da sind. Ja, da bin ich dafür. Es geht doch bei dieser gesetzlichen Regelung, die es gab, nicht darum, Lukas, dass ich dir auftragen will, du sollst Suizidpillen verteilen. Das ist doch Blödsinn. Das steht in jeder Regelung, steht auch in meinem Beschwerdeentwurf drin, dass es natürlich nie ein Arzt dazu verpflichtet werden kann. Es ist keine ärztliche Aufgabe. Aber
du möchtest es mir ja verbieten. Also so rum ist doch die Rechtslage. Und warum möchtest du es mir verbieten? Das ist doch Unsinn. Ja? Lass doch mich mit meiner Ethik klarkommen unter einem gewissen Korsett vernünftiger Kriterien. Und da möchte ich mir auch nicht von meiner Fachgesellschaft das vorschreiben lassen, insbesondere wenn es eine deutliche Meinungsvielfalt gibt. Ja, wobei du dann sagen musst, dass ich dir nicht die Kriterien vorschreibe, sondern dass wir um diese gemeinsamen Kriterien ja ringen. Also das ist ja das, was beim Gesetz, der Gesetzgeber wird sie dann festlegen. Und da werden wir uns ja, dran halten müssen, wie in vielen anderen Bereichen der ärztlichen Behandlung auch. Wenn Kriterien natürlich das Totalverbot sind, dann ist es... Ja, und vielleicht auch, und das wäre noch eine andere Ebene, das gibt es ja in anderen Ländern auch, dass es dann nicht als Palliativmediziner ist, sondern dass man das in einen interdisziplinären, drüber geordnete Team, wie auch immer es strukturiert ist, ethische Diskussion, interdisziplinäre Beratung mit palliativmedizinischer Expertise plus psychiatrischer Expertise plus Grunderkrankungsexpertise oder so, überfasst, aber nicht unter dem Titel Palliativmedizin, sondern unter dem Titel einer interdisziplinären Diagnostikteams oder wie auch immer und dann auch Durchführungsteams eventuell. Also das wäre ja noch die Alternative. Aber jetzt haben wir ja sowohl Herrn Melching und Herrn Ferrell. Wer möchte zuerst? Ja, ich möchte den Chatverlauf noch sekundieren, insoweit, als dass es wichtig ist, hervorzuheben, die individuelle Entscheidung bleibt. Das hat das Bundesverfassungsgericht wirklich deutlich hervorgehoben. Es kann niemandem so ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch als Arzt vorgeschrieben werden, Suizidassistenz zu leisten. Also die Entscheidung bleibt. Und schauen Sie mal in die Schweiz, wie es dort berufsrechtlich geregelt ist. Da ist das sehr schön formuliert, dass das eine individuelle, konflikthafte Entscheidung ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als damals die Bundesärztekammer darum gerungen hat, ihre Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung zu verändern. Das war im Jahr 2011, wenn ich mich recht erinnere. Stand ja vorher noch drin, die Beteiligung des Arztes ist unethisch. Punkt. Schluss. Aus. Das hat man aufgegeben und dann die Formulierung als Kompromiss gewählt, keine ärztliche Aufgabe. Und da habe ich schon damals gesagt, kriegt er das nicht ein bisschen ausführlicher hin? Nehmt doch das, was in der Schweiz steht. Da ist sehr schön formuliert, in welche konflikthaften Situationen das die einzelnen Ärzte führen kann. Und dass es da auf keinen Fall eine Vorgabe geben darf, wie ich das als Arztpersönlichkeit entscheide. Also in dem Sinne, es geht nur ja oder nein, sondern es bleibt natürlich Ihre Entscheidung, das zu tun. Das ist jetzt die individuelle Ebene, wo wir als Einzelpersonen, als Ärzte individuell aufgerufen sind, uns auch selbst zu positionieren. Also das ist etwas, wir reden jetzt von der DGP, wie die sich positioniert. Und die andere Frage ist an uns alle, an Sie alle draußen, wo positionieren Sie sich persönlich, wenn uns diese Freiheit ja gegeben ist oder auch der Zwang zur Positionierung jetzt gegeben ist? Heiner Melching. Ja, vielleicht nochmal, Matthias, zu deinem letzten Einwand, dass dir jetzt jemand aus der Fachgesellschaft was verbieten will, das ist natürlich Quatsch. Die Fachgesellschaft wird dir nie mehr was verbieten können. Aber ich sag mal, selbst wenn wir innerhalb der DGP einen Konsens finden würden, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, wo man sagt, das ist eigentlich nicht das Kerngeschäft der Palliativmedizin, wir halten uns da jetzt mal raus oder wir positionieren uns auch dagegen oder wir haben so viele andere Baustellen. Also manchmal irritiert mich auch wirklich die Dimension, die diese Diskussion einnimmt im Verhältnis zu den wirklichen Herausforderungen, die wir im Moment haben. Wir haben keine Pflegefinanzierung, wir haben tausend Sachen, wo wir Baustellen haben und für eine sehr kleine Gruppe, da wird sehr viel drauf verwendet. Das heißt, du könntest auch trotzdem mit gutem Herzen DGP-Mitglied sein, aber trotzdem das tun, wo wir sagen, das ist jetzt nicht mehr unser Spielfeld. Es kann doch jemand, der im Fußballverein ist, noch im Hockeyverein sein. Das macht doch nichts. Trotzdem kann er nicht mit dem Hockeyschläger auf dem Fußballfeld kommen. Also das ist doch erstmal überhaupt nicht so. Das Zweite, was mich jetzt so ein bisschen wundert, wir tun gerade ein bisschen so, als müsste jetzt eine Regelung geschaffen werden, damit etwas getan werden darf. Es steht im Moment jedem Menschen in Deutschland frei, sich das Leben zu nehmen. Und es steht jedem frei, diesem Menschen dabei zu helfen, auch wenn der Liebeskummer hat. Und das ist völlig egal. Und es sind eben nicht nur Ärzte und Seriösen am Start. Nein, da muss ich widersprechen. Wenn jemand, der frei verantwortlich ist. Wenn Sie einem liebenskranken Kind zum Suizid verhelfen, werden Sie sich aller Voraussicht nach strafbar machen. Wegen Totschlags, vielleicht eher nach ihrer Motivlage sogar wegen Mordes. Hören Sie bitte auf, diese Märchen weiter zu erzählen. Das andere ist Frage. Nicht so. Frei verantwortlicher Suizid, das hat das Bundesverfassungsgericht betont, setzt Dauerhaftigkeit voraus. Das war auch eine ganz wichtige Feststellung. Und wenn Sie dieses Dauerhaftigkeitskriterium als auch strafrechtlich relevante Voraussetzung nehmen, sind Sie im Bereich der Strafbarkeit drin, wenn Sie Liebeskummer, müden, nein, leben. Aber es steht doch noch nirgends, es ist doch noch nirgends geregelt, bei dem Kind würde ich ja völlig recht geben, aber ein frei verantwortlicher Mensch, wäre auch eine Frage, ob man da wirklich 18 die Grenze ist oder nicht, also weil das ist bei anderen Fällen ja auch 16 oder niedriger, der einen Suizid begeht, da mache ich mich doch nicht strafbar, wenn ich ihm dabei helfe.
Da lassen Sie aber gerichtlich überprüfen, ob das ein Greifer ist. Also meine Aussage, es gab, kennen Sie einen einzigen Fall in Deutschland, wo das passiert ist? Kenne ich keinen, aber es gibt auch sonst keinen. Wollte ich nur damit sagen, wir können doch es tun und es passiert, und das ist auf den Chat nochmal die Frage, doch als individuelle Entscheidung. Wir müssen doch nicht glauben, dass sowas nicht stattfindet. Die Frage ist doch nur, wie sehr wollen wir es normieren? Und das finde ich eher schwierig, weil immer, wo du eine Norm festlegst und eine Grenze, hast du einen Grenzbereich, grenzt du Leute aus, ermöglichst du erst eine Strafbarkeit, wo Dinge nicht geregelt sind vor 2015. Es gab aber noch keiner, niemanden, auf welcher Ebene diskutiert. Also ich hab noch eine, gerade weil Sie, Herr Ferrell, das sagten, vielleicht können wir es ja, es ist keine gute Formulierung, vielleicht finden wir eine bessere, es ist keine palliativmedizinische Aufgabe. Das wäre doch was, oder? Dass das die DGP sagt und dann kann jeder das individuell für sich entscheiden, trotzdem Hockey zu spielen. Aber jetzt gucken wir doch mal, was der Chat sagt. Also zum einen wird das bestätigt, dass hier, ich sage mal, Liebeskummer und soziale Verträglichkeit mit Fragezeichen nicht mein Interesse in dieser Diskussion. Rechtliche, ethische Rahmen, Leiden zu lindern, darum geht es doch. Als Ausdruck dessen, wobei ich denke, wir sind uns einig und das kommt an anderer Stelle auch zum Ausdruck, es geht hier um einen Platzhalter für das Unwohlsein, dass die Reichweitenbeschränkung ganz eigene Probleme mit sich bringt. Ja. Dann ist eine Frage, die unsere Interdisziplinarität und Multiprofessionalität hier mitnimmt. Warum wird die Verantwortung bei den Ärztinnen gesehen? Warum nicht interdisziplinäre Entscheidungen ganz im Sinne der palliativmedizinischen Grundsätze? Wo ist der Stellenwert der anderen Berufsgruppe? Das geht dann auch in die Frage dessen, was macht das mit dem Team? Eine methodenkritische Anmerkung zum Thema Stellungnahmen. Stellungnahmen sollte immer auch das Angebot zum Dialog beinhalten und sich nicht nur auf Regeln festlegen. Bitte Problem, Konflikt und Dilemma unterscheiden. Vielleicht auch als so ein Hinweis, dass wir hier selber vorsichtig sein müssen, auch in der Kommunikation. An wen richtet sich welche Form von Stellungnahme, welche Positionen werden vertreten? Und dann noch eine abschließend von mir hier mit reingeholte Sache. Es fragt mit dem Diskurs, wenn interdisziplinär sowas bewirkt werden soll, fragt eine Teilnehmerin, was macht dieser Diskurs mit der Zusammenarbeit innerhalb der Palliativteams? Die Fragen möchte ich gerne einfach nochmal weitergeben. Also das ist die Frage nach Team und Lukas. Also als Vertreter einer multiprofessionellen Fachgesellschaft. Ja, und die erste Frage war ja tatsächlich, wie kann man die Interprofessionalität, Disziplinarität in irgendeiner Form in diesen Prozess mit einbringen, was nicht einfach ist. Denn tatsächlich fokussiert sich die Diskussion im Moment sehr auf die Ärzte. Das war mit ein Argument zu sagen, dass man zum Beispiel sozialrechtliche Beratung und Ethikgremien braucht, die dann eben auch multiprofessionell besetzt sein müssen. Da darf dann eben nicht nur der Arzt drin sitzen oder die drei Ärzte oder so. Und wie gesagt, wir sind ja auch direkt, ein Kommentar, den wir direkt bekommen haben, warum wir da nur bei den psychiatrischen Diagnostiken nur die ärztlichen Psychotherapeuten aufgeführt haben und nicht die psychologischen Psychotherapeuten. Und das ist was, was man sicherlich dann entsprechend ergänzen kann. Also, dass man wirklich alle Berufsgruppen mit einbinden kann mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen. Wie weit das in den Teams sich auswirkt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und wir wissen, dass es schon Unterschiede gibt, auch in den Einstellungen zur Suizidhilfe in den Teams. Also ganz flapsig gesagt, ist in einigen Umfragen klar geworden, dass die es nicht selber machen müssen, eher positiv gegenüber einer lockeren Regelung stehen. Also eher sagen, das soll jemand machen, aber nicht ich. Ne? Also ich bin es ja eh nicht. Während die es durchführen müssen, eher zurückhaltender sind im Großen und Ganzen. Aber das auszuhandeln, dass jetzt vielleicht jemand aus der Pflege sagt, aber der Mensch leidet doch furchtbar und der fragt mich immer wieder und die Ärzte dann sagen, warum sie das in dem Fall vielleicht nicht machen wollen oder auch mal umgekehrt, wird sicherlich ein Punkt sein, den wir kontrovers diskutieren müssen. Kann ich nur sagen, wir haben das in den Teams, in denen ich arbeite, fangen wir gerade an mit dieser Diskussion und das sind sicher Diskussionen, auf die ich mich nicht wirklich freue. Also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil da eben auch genauso wie hier jetzt sehr unterschiedliche Positionen zutage kommen, die man aber versuchen muss, irgendwie mit den darunterliegenden gemeinsamen Werten, die wir eigentlich im Team haben, auf einen Nenner zu bringen. Und auch da, wir haben komplexe Situationen und keine einfachen Lösungen. Und wie wir alle wissen, ist das auch die Todeswünsche, die es gibt, sind ja auch multi, also auf verschiedensten Ebenen und auch rein ärztlicher Blick hilft ja überhaupt nicht in einer Diagnostik eines solchen Todeswunsches, um das alles zu, also allein für die Diagnostik, geschweige denn nachher für Handlungsoptionen, die sich daraus ergeben. Also man muss schon auch sagen, das ist nicht unbedingt neu. Also natürlich, wir haben so ähnliche Diskussionen natürlich auch schon zum Beispiel, wenn wir beim Patienten diskutiert haben, ob man die Beatmung abstellt beim ALS-Patienten oder andere Formen von Therapieverzicht, wo der Tod relativ rasch eintritt, Dialyseverzicht oder so. Also wir
Wir sind das auch schon als Team gewohnt, solche Diskussionen zu führen. Aber das ist trotzdem sehr herausfordernd, da eine für alle tragfähige Lösung zu finden. Ja. Deswegen auch die Frage an Sie, vielleicht, ich weiß nicht, ob es im Chat ist, Oliver sagt es ja gleich, wie diskutieren Sie das bisher im Team? Oder was ist der Plan, dies bei Ihnen im Team zu diskutieren? Herr Töns, Sie sind ein kleines Team, Sie sind niedergelassen. Wie diskutieren Sie das multiprofessionell, solche Situationen? Oder machen Sie das mit sich selbst aus? Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage und auch Botschaft. Wir arbeiten in der Palliativversorgung im SAPV-Team sicherlich sehr auf Augenhöhe mit unserem Pflegepersonal. Wir haben unglaublich spektakulär gut qualifiziertes Pflegepersonal und solche Entscheidungen, die schwierigen Entscheidungen, palliative Sedierung zum Beispiel, ist selbstverständlich, dass wir das gemeinsam mit unserem Pflegepersonal entscheiden. Also dieser Standesdünkel findet da eher nicht statt. Und man muss einfach so wahrnehmen, Pflegepersonal, das sind die, die am nächsten dran sind am Leiden. Meine Güte, der Arzt, der ist mal ein Viertelstündchen am Patientenbett, einmal die Woche, sage ich jetzt mal überspitzt, ja, aber die Schwester ist jeden Tag 90 Minuten da. Die kennt doch den Namen der Katze. Ja? Und von daher Pflegepersonal unbedingt mitnehmen, die sind ziemlich gut. Und nicht nur die Pflege, Psychologie, Spiritualität, das ist Palliativversorgung, das ist Hospizbegleitung. Ja, ich sehe den Chatarm. Ja, es sind noch ganz zwei schöne, recht persönliche Statements, beziehungsweise einfach die so eine unmittelbare Ebene betreffen. Zum einen lädt eine Teilnehmerin ein, einfach zur Selbstreflexion. Was macht es mit mir, wenn ich eine Helferin zum Suizid sein soll oder möchte? Also ich glaube, wirklich eine Kernfrage, der man in der Bewertung dessen tatsächlich nicht ausweichen sollte. Und das Zweite, und das würde ich jetzt noch mal für ein bisschen linken mit dem, was bei euch an der Geschäftsstelle auch ankommt. Wenn Sie als Ärzte den Patienten beim Suizid nicht helfen, was Ihr gutes Recht ist, würden Sie denn zumindest helfen, einen Arzt zu finden, der dann beim Suizid hilft? Also die Frage der Überweisung und unter welchen Voraussetzungen, wie sicher sind wir denn, dass ich übertreibe jetzt oder ich gucke nach vorne, dort auch eine Assistenz beim Suizid nach S3-Leitlinie gemacht wird. Denn es ist ja, wie wir auch sogar bei Tötung auf Verlangen wissen, nicht so einfach, einen Menschen auch ohne Nebenwirkungen zum Tod zu bringen. 17%, 20% Nebenwirkungen sind dort ja berichtet in den Publikationen. Also das sind ganz spannende Fragen. Oder arbeiten wir dann zusammen und etablieren ein transparentes, lernendes System, aber nur, wir überweisen nur an die Teams, die dann auch diese Diagnostik mit uns machen und auch eine gemeinsame Supervision. Also das sind alles Fragen, Herr Ferrell, die sind uns aufgegeben von juristischer Seite. Aber ich nehme schon gute Bausteine hier mit. Wir müssen ja diesen Begriff prozedurales Sicherungskonzept füllen. Und da sind doch schon sehr schöne Vorschläge gekommen. Einer war interdisziplinär besetztes Komitee. Ja, wunderbar. Das könnte doch ein solcher Baustein sein. Sehr einleuchtend schien mir auch die Differenzierung zwischen dann doch Todesnähe ja und nein mit Blick auf die Dauerhaftigkeit. Da könnte man ja wirklich differenzieren und dann würde man auch einen genaueren Maßstab anlegen, wenn das noch weit entfernt ist. Gar keine Frage. Also ich glaube, da bieten sich schon Möglichkeiten. Man muss drüber reden können und muss verschiedene Perspektiven einbringen können. Das jetzt in ein Verfahren zu bringen, was wir bisher nicht haben, muss man ja ganz klar sagen, das ist die Aufgabe, der man sich stellen muss. Ich möchte nur darauf hinweisen, damals, als um 2017 gerungen wurde und wir ja schon Gesetzesvorschläge hatten, die ein solches zum Teil sehr differenziert geregeltes Verfahren hatten, kam immer die Aussage, nein, das wollen wir nicht, denn dann gibt es ja das amtliche Gütesiegel. Ja, das ist jetzt die Konsequenz, die man dann haben wird, wenn man das prozeduralisiert. Ja. Ja, das ist ja das, was wir alle befürchten oder befürchtet haben. Jetzt ist es wohl Realität, also sind wir doch weiter als 2015 in der Diskussion. Und ich denke, es ist auf jeden Fall gut, das habt ihr ja entschieden und das ist auch gut so, aber es wird diskutiert, soll dann Palliativmedizin sich aus solchen Diskussionen überhaupt raushalten, weil das ist nicht Teil unserer Welt, oder mitdiskutieren und Vorschläge für Regularien machen. Wir diskutieren mit, machen Vorschläge für Regularien, aber das ist das eine, sich zu beteiligen an der Diskussion. Das andere ist nachher unter der Fahne Palliativmedizin auch Assistenz zum Suizid anzubieten. Lukas. Ja, wobei ich würde eher nochmal auf diesen Reflexionsprozess, also dass man, was eben im Chat gesagt worden ist, na, was macht das denn mit uns, wenn wir auch nur drüber diskutieren, wie weit wir das machen? Und die Parallelen ziehen ist immer schwierig. Tatsächlich ist der Verzicht auf lebenserhaltende Therapien nicht das Gleiche, wie der beim Suizid zu assistieren. Aber ich weiß, wie schwer mich das schon belastet hat in Einzelfällen, wo wir wirklich krasse Fälle hatten. Und ich weiß, dass eben auch von vielen rückgemeldet wurde, dass
Das eine Sache ist, ob man grundsätzlich jetzt sagt, so eine Option sollte da sein. Und die andere Frage ist, wie weit man selbst an sowas teilnehmen kann. Also in der Umfrage, die Matthias vorhin zitiert hat, mit ein paar relativ ausgesuchten Zahlen, war auch eine Frage dazu, wie würden Sie denn damit umgehen, wenn ein Patient oder Patientin auf Sie zukommt mit dem Wunsch, dass Sie ihm beim Suizid helfen. Und da war die am häufigsten gewählte Option in der Antwort war, ich würde ihn weiter behandeln, aber nicht beim Suizid helfen. Und auch nicht die Option, ich würde ihn an jemand anders verweisen. Das war deutlich seltener. Also die Mehrzahl, das waren 72%, die das so klar sagten, nur 11% lehnten diese Möglichkeit ab. Also das heißt, die Mehrzahl unserer Mitglieder zumindest sagt grundsätzlich, okay, vielleicht ja, aber ich selber möchte das eigentlich für die Patienten dann nicht machen im Einzelfall oder habe das nicht vor zu machen. Und jetzt zu überlegen, wie ist das denn aber, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht oder wenn ich mich gedrängt fühle dazu. Und natürlich kann man dann sagen, dann schicke ich den halt woanders hin, wo es das gibt, wenn ich das selber nicht machen will. Da habe ich jetzt gerade die letzte Information aus Kanada, wo in einem Bundesstaat tatsächlich die Verpflichtung besteht, dass man, wenn man es nicht selbst macht, muss man einen effective referral, also dann muss man sozusagen denjenigen wirksam weiterleiten an einen, der es dann macht. Und da wird beschrieben, dass das von den Ärzten auch als deutlicher Druck empfunden wird, dass wenn das meiner Wertehaltung widerspricht, dass ich dann aber quasi vom Staat gezwungen werde, dagegen zu handeln und den an jemanden zu schicken, der dann diese von mir missbilligte Therapie ausführt. Also ich kann eben nicht einfach nur sagen, gucken Sie im Internet, sondern ich muss dafür sorgen, dass der bei jemand ankommt, der es auch umsetzt. Also auch das wäre keine einfache Lösung. Auch da ist die Frage, was macht das mit uns und mit unserem Selbstverständnis? Und diese Diskussion ist ja jetzt von außen auf uns gekommen, sozusagen durch dieses Urteil. Was macht es mit uns? Es reibt, wie wir merken. Aber ich denke, wir haben auch gute Beispiele international, dass das der Palliativbewegung und auch national nicht schadet. Ich glaube, wir können ein bisschen entspannter rangehen an diese Diskussion, so sehr es uns reibt, aber es wird uns gesellschaftlich befördern. Siehe, das Beispiel ist genannt worden, das Hospiz- und Palliativgesetz. Ja, ein Tag vor der Entscheidung über Sterbehilfe, also 2017, nicht Sterbehilfe, aber ein Tag vorher, wurde deswegen die Palliativversorgung gestärkt. Und das haben wir in Holland gesehen. Ein Tag reicht nicht, das wissen wir auch. Aber politisch gesehen hat es gereicht. Nun hätten wir natürlich lieber das zweite Hospiz- und Palliativgesetz, ohne dass es ein neues Gesetz zur Sterbehilfe geben muss. Aber das wird kommen. Oh, Herr Töns ist verschwunden. Ich hoffe nicht, dass es... Herr Töns, geht's Ihnen gut? Also, ja, er war plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Nein, das ist also wirklich, genau. Und in Holland und auch in Kanada jetzt, du hattest es gerade erwähnt, also Gary Roden hat auch erzählt, dass es dort die Palliativbewegung fördert. Und insofern können wir auch ein bisschen relaxed damit umgehen und eigentlich dankbar sein, dass wir diese Diskussion führen dürfen. Herr Töns. Hatten sich gemeldet, bevor ihr Handy also runtergefallen ist. Es ist ja die gleiche Parallelität mit diesen Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung und des Mittragens bei der passiven Sterbehilfe. Ja? Nicht jeder Anästhesist kann ein Beatmungsgerät abschalten. Ja? Der Mensch ist sofort tot. Und trotzdem muss ich als Arzt dafür Sorge tragen, dass der Patient dann eben verlegt. Nicht jedes Heim beendet eine PEG-Sondenernährung. Trotzdem will unsere Gesellschaft, dass ein Patient dann das Recht hat auf eine Verlegung. Ich glaube nicht, dass wir das beim assistierten Suizid, bei der aktuellen, Rechtsprechung oder was wir umzusetzen haben, dass es dann anderen Weg wird. Selbstreflexion hin oder her. Also einfach die Realität wird so sein, dass es da Wege geben wird. Die Chat-Hand, Oliver. Ich möchte gerne mal eins einbringen, hier vielleicht eine Position, die so zwischen vielen anderen Einordnungen mal vertreten wurde. Beratung und Darstellung von Alternativen sollte ärztliche, multiprofessionell palliativmedizinische Aufgabe sein. Die Durchführung kann nur eine Individualentscheidung sein. Ansonsten hat sich noch eine entsprechende Diskussion auch tatsächlich um die Rolle des Arztes in dem Kontext ergeben. Mit Teilen der Feststellung, dass nirgendwo steht, dass es eine ärztliche Aufgabe ist, dann aber auch eine Diskussion über letzten Endes das Bereitstellen von Medikamenten, also sprich der prozedurale Gang von Verordnung bis hin zum Einwurf des Pharmazeuten, dann müsst ihr aber auch eine Apotheke finden, die das abgeben will. Also hier letzten Endes so im Rahmen dieses Sicherungsprinzips durchaus noch ein ganz gehöriger Regelungsbedarf, der sich dann da auch entsprechend auftut und ja, einfach da auch die Einschätzung gewünscht wird, wie das entsprechend weitergehen kann und immer wieder letztlich auch nochmal die Frage,
Frage, ob palliative Sedierung als denkbare Alternative verpflichtend genug in den Beratungsprozess mit all ihren Möglichkeiten entsprechend eingedacht werden kann. So. Ja, die Ärzte. Herr Ferrell, wollen Sie uns dazu was sagen? Aus jetzt juristischer Sicht, wir sind als Ärzteschaft, können wir ja auch sagen, wir machen nicht mit. Ja. Gut, dann wird es die Situation wieder geben, dass andere diese Aufgabe übernehmen. Sterbehilfevereine. Das war in der Tat die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Insofern würde ich sagen, nutzen Sie diesen Raum. Und dass eine qualifizierte Beratung, Aufklärung über Alternativen essentiell ist, hat auch das Bundesverfassungsgericht betont. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Bestandteil eines wie auch immer gearteten Sicherungskonzeptes. Ich greife den Chat auf. In der Tat, im Betäubungsmittelrecht sehe ich Regelungsbedarf. Sie alle kennen ja wahrscheinlich die Entscheidung Verwaltungsgericht Köln, Bundesverwaltungsgericht, Nichtanwendungserlass des Gesundheitsministers. Das BTMG ist ausgerichtet auf den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, der von Drogen, von Rauschgiften ausgeht. Das hat mit Suizidmitteln wenig zu tun. Dieser Konflikt ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Das könnte doch eine Lösung sein, die Verschreibung, die Freigabe dieser Mittel an ein Verfahren zu knüpfen, das dann diese Elemente aufweist. Ich glaube, der Gesetzgeber muss auch daran, das Verfassungsgericht hat das offen gelassen, aber die Spannungslage ist für mich ganz eindeutig, denn auch das Betäubungsmittelrecht ist ja ein Hindernis auf dem Weg, Suizidwünsche entfalten zu können. Da wird immer argumentiert, der Staat darf doch nicht seine Hand reichen. Das tut er ja auch nicht. Er blockt im Moment ab durch ein Verbot, was übrigens auch strafrechtlich sanktioniert ist. Das wird, glaube ich, so nicht bestehen bleiben können. Das heißt, wir uns erwarten spannende Monate vor uns, wo wir uns auch in die Diskussion weiter einmischen werden als Palliativmedizin und als Vorstand. Das war eine Meldung, Lukas. Ja, weil mit der palliativen Sedierung als Alternative, das hat Herr Verrell ja schon gesagt, dass natürlich alle Alternativen genannt werden müssen. Und natürlich kann man auch niemand zwingen, dass er das als Alternative annimmt. Also das hat Matthias ja völlig zu Recht gesagt, man hat auch ein Recht auf unvernünftige Entscheidungen, kann also auch sowas ablehnen. Und ich denke, wir haben ja schon lange in der Diskussion gesagt, da gibt es ja im Prinzip eine ganze Stufenleiter von Optionen. Also die Information darüber, dass in den meisten Fällen Symptomkontrolle gut möglich ist, ist bei weitem noch nicht weit genug verbreitet. Also die Geschäftsstelle berichtet auch immer wieder, dass einfache Maßnahmen wie Opiate bei Luftnot oder so eben noch nicht bekannt sind. Weder bei Patienten, bei Angehörigen noch bei den Behandlern. Also auch Ärzte wissen das oft noch nicht. Was vielen hier wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar ist, aber das ist so. Dass die Möglichkeit, jede lebensverlängernde Therapie zu beenden, hatte Heiner vorhin gesagt, dass das natürlich ein Anrecht ist, die jeder schon ganz klar hat, dass es eine Körperverletzung ist, wenn ich die Beatmung fortsetze gegen den Wunsch desjenigen und dass wir das natürlich auch abschirmen können, dass derjenige nicht leidet beim Abstellen. Und dann ist die palliative Sedierung eine Option und wir würden ja, das haben wir im letzten Jahr ja noch zusammen erarbeitet, dass wir sagen, der Verzicht auf Essen und Trinken ist auch eine Option, die den Leuten freisteht, wo sie auch niemand um Erlaubnis fragen müssen, was auch im Pflegeheim jemand machen kann. Wir müssen natürlich immer auch gucken, was auch das mit der Gesellschaft macht, wenn solche Methoden dann genutzt werden. Aber wie gesagt, das gehört alles für uns zu einer Beratung, die notwendig ist über diese Alternativen. Die Diskussion verlagert sich aber zum Teil auch immer dahin, was ist mit den wenigen Patienten, die diese Methoden ablehnen. Also sagen, ich will aber nicht mit Morphin mein Leben wegdämmern, ich will keine palliative Sedierung. Also ich habe wirklich sehr lebhaft auch einen Patienten noch vor Augen, der dann gesagt hat, seine Angst wäre ja von Ärzten abhängig zu sein und wenn wir ihn jetzt sedieren würden am Lebensende, dann wäre er uns ja völlig ausgeliefert. Also für den war das gar keine Alternative. Und was machen wir dann mit diesem Patienten? Wie weit können wir da sozusagen sagen, ja, aber das zeigt dann, dass der Wunsch nicht ernsthaft ist, wenn er diese Alternativen pauschal ausschlägt? Und wie weit muss man das dann hinnehmen und sagen, ja, dann ist für diesen Menschen vielleicht dann wirklich die Hilfe zum Suizid dann der Gang? Und da erinnert mich das auch, und das hatten Sie, Herr Töns, auch gesagt, die Ambivalenz, also der Wunsch und die Nachhaltigkeit und gleichzeitig bestehende Todeswünsche und Lebenswille. Also das hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Gleichzeitigkeit von scheinbar oder de facto paradoxen Gedanken nicht beachtet. Oder da gibt es nur entweder oder. Habe ich das richtig verstanden? Das würde ich nicht so sehen. Auf die Wechselhaftigkeit von Todeswünschen ist das Bundesverfassungsgericht durchaus eingegangen in seine Urteilsbegründung. Ich möchte aber nachhaltig unterstützen, was Herr Radbruch gesagt hat. Für mich leidet auch gerade die öffentliche Diskussion viel zu sehr darunter, dass immer gedacht wird, wir haben ja einen Leidenden, also brauchen wir Verhältnisse wie in den Niederlanden. Das Spektrum der zulässigen Möglichkeiten aufzuweisen ist ganz entscheidend, ganz wichtig. Und wir sind uns doch einig, wir diskutieren hier über einen
kleinen Bereich. Wir sollen jetzt nicht so tun, als wenn jetzt der Suizid die Problemlösung für viele Leute wäre. Wir diskutieren über den Bereich, wo wir mit den Möglichkeiten der Behandlungsbegrenzung, der Symptomkontrolle nicht weiterkommen. Oder wir einen Patienten haben, der das aus Gründen, und da denke ich schon, das dürfte relativ selten sein, gibt es aber nicht will. Sie wissen es besser als ich, die Zahl solcher Patienten ist verschwindend gering. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, was es denn davor noch für Möglichkeiten gibt. Und damit möchte ich auch verbinden, das war auch eine Kritik an 2017, wir wollen doch Suizidprophylaxe leisten. Und indem man Tore zumacht und sagt, das ist verpönt, das ist tabu, das ist kriminell, leisten wir keine Suizidprophylaxe. Es muss doch zum Gespräch kommen, man muss doch Alternativen aufweisen. Was dann noch übrig bleibt, das werden nicht viele Fälle sein. Ja, darüber reden wir jetzt. Heiner, du wolltest was sagen. Also ich glaube, zu der Frage, man muss ins Gespräch kommen, drüber sprechen, hat es nie irgendwo einen Dissens gegeben. Also ich habe keinen gehört, der gesagt hat, man soll nicht drüber reden, außer einen, der meinte, er dürfte es nicht mehr. Von daher ist klar, wo ich noch eine Frage habe, das hat Matthias, aber auch Herr Professor Ferrell gesagt, ich verstehe diese Logik nicht ganz, dass Sie sagen, wenn die Ärzte das nicht annehmen, dann entwickeln sich die Sterbevereine. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn die Ärzteschaft jetzt sozusagen geschlossen das organisiert, so dass es gut ist, dann kommen keine Sterbehilfevereine. Diesen Ausschluss ist mir noch nicht ganz klar, weil A, gibt es sie. Es gibt ja auch eben Sterbehelfer wie in Niedersachsen, jemand, der dokumentiert seine Fälle ja auch gerade, eben pensionierter Lehrer mit Mitteln, die keiner kennt. Das ist offensichtlich eben kein Totschlag. Und auch Sterbehilfe Deutschland gibt es ja und die haben ja ihre Fälle auch in ihrem Weißbuch dokumentiert. Da waren ja auch viele nicht kranke Menschen dabei. Auch das war nicht strafbar. Deswegen war mein Einwand vorhin, es ist jetzt eigentlich nicht mehr verboten als vor 2015 und deswegen gibt es doch auch eigentlich diese Freiheit. Und ich würde eher dann fragen, wo gibt es denn die Situation bei den Ärzten und Ärzten, die jetzt hier beim Suizid helfen können und jetzt sagen, ich darf es nicht rechtlich. Also das einzige Argument, das ja jetzt wäre, ich komme jetzt nicht an das geeignete Präparat ran, weil ich will das jetzt unbedingt mit Bentonatrium Barbiturat machen. Aber es gibt ja auch andere Dinge, sage ich mal. Also diese Kausalität ist mir noch nicht ganz klar. Und weil Sie Suizidprophylaxe haben, das gibt es natürlich auch andersrum Sorgen, die sagen, wir haben 10-mal so viele Suizidversuche wie Suizide in Deutschland. Wenn die jetzt alle professionelle Hilfe kriegen, kann das auch dumm ausgehen, weil nur die wenigsten dann ja einen Suizidversuch wiederholen. Aber ich würde auch tatsächlich dafür plädieren, dass wir persönlich als Mensch dieses breite diskutieren, aber innerhalb der DGP ist für mich tatsächlich die Situation der Palliativpatienten eben entscheidend. Und da ist mir nicht, wie gesagt, vielleicht können Sie zu dieser Logik noch was sagen, warum es keine Sterbefall, warum die jetzt vom Markt gehen, wenn die Ärzte aufs Tapet kommen. Vielleicht darf ich da noch hinzufügen als Frage auch an Herrn Ferrell. Und das ist ja unsere palliativmedizinische Sichtweise sehr wohl. Es gibt nicht nur den Betroffenen, es gibt auch Angehörige. Also wir hatten bisher vom Betroffenen geredet, wir haben vom Team geredet, aber es gibt natürlich auch Angehörige, die durchaus so oder so in den Trauerprozess gehen können. Da hat der Gesetzgeber nicht drauf geachtet bisher. Zwei Fragen sind, wie ist die Logik von Karlsruhe gewesen? Ich denke, die Logik ist nachvollziehbar. Was macht jemand, der von seinem, so nenne ich es jetzt mal, Selbstbestimmungsrecht auf Suizid Gebrauch machen will und jetzt Dritte sucht, die ihm helfen? Da hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, recht realistisch gesagt, ein Arzt wird das schwerlich finden. A, Berufsrecht, auch wenn es ein stumpfes Schwert ist, glaube ich schon, dass es Wirkung entfaltet. B, das war ja auch eine Kritik, fällt der nicht vielleicht doch unter 217? Da ist das Verfassungsgericht jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen. Also stoßen in diese Lücke Sterbehilfevereine. Das ist eine ganz klare Aussage der Entscheidung. Und dann würde ich doch sagen, wenn jetzt einzelne Ärzte bereit sind, diese Hilfe zu leisten, wird sicherlich der Bedarf für Sterbehilfeorganisationen geringer werden. Ob sie ganz verschwinden, weiß ich nicht. Auch das eine interessante Feststellung des Bundesverfassungsgerichts. Die geschäftsmäßige Suizidteilnahme als solche ist nicht von vornherein etwas Böses. Unterfällt auch dem Schutzbereich von Grundrechten. Ich glaube aber, dass sich das Problem weitgehend entspannen wird. Und wenn Sie mal die Leute fragen, wen halten Sie denn für Ihren Gesprächspartner, sind es doch nicht unbedingt die Sterbehilfevereine, sondern dann ist es der Arzt. Das wird oft von ärztlicher Seite zurückgewiesen, aber so ist doch die Erwartungshaltung, die ich gut nachvollziehen kann. Jetzt war noch Ihre Frage, die Angehörigen, das Leid, das ein Suizid bei Angehörigen herbeiführt, sind wir uns ja einig, dass es eine extrem traumatische Entscheidung sein kann. Aber wir fragen doch hier, darf ich Suizid begehen, den Freiverantwortlichen, darf ich mich da der Hilfe von Leuten bedienen?
Dazu hat das Bundesverfassungsgericht was gesagt. Ich darf auch auf eine Konsequenz hinweisen, die jetzt Gott sei Dank raus ist. Wir haben ja noch eine alte Rechtsprechung, die gesagt hat, Suizidbeihilfe darf ich straflos leisten, nur wenn dann der Suizid versucht wurde und jemand ist entscheidungsunfähig, dann muss ich helfen, die alte Wittig-Rechtsprechung. Die dürfte wohl jetzt mit den Entscheidungen aus 2020 draußen sein, aber hat doch dazu geführt, dass Angehörige vor dem Dilemma standen, entweder mache ich mich jetzt strafbar oder ich lasse meinen suizidwilligen Angehörigen allein. Das hat ja auch Hackethal machen müssen, musste rausgehen, um sich nicht strafbar zu machen. Das sind auch Aspekte, die man bei den Angehörigen berücksichtigen muss. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das sich keiner für seinen Angehörigen wünscht. Gegenbeispiel möchte ich auch gerne sagen, wenn mal Entscheidungen publiziert sind von frei verantworteten Suiziden, sind das interessanterweise Ärzte. Eine Ärztin, gucken Sie nach, Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, Entscheidung aus 2011, hat Alzheimer-Demenz-Diagnose. Ärztin, kennt sich bestens damit aus, informiert sich über Jahre hinweg und entscheidet dann, das möchte ich nicht erleben, lädt ihre Angehörigen ein und nimmt dann ein Präparat zu sich und stirbt im Kreise ihrer Angehörigen. Eine Ärztin, wohlbemerkt. Also es ist ja nicht immer so, dass die Angehörigen jetzt traumatisiert sind, nur das musste ja nicht im Fokus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stehen. Ich wollte Sie nur hier reinbringen, weil das ja palliativmedizinische Betrachtungsweise ist und wir bisher von Betroffenen und den Teams gesprochen hatten. Eine Chathand und eine Tönshand. Ja. Erst die Chat-Hand. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage der Abgabe noch von Medikamenten, eine etwas pointierte Aussage. Der Pharmazeut schaut doch auch nicht, ob eine Chemotherapie noch wirklich sinnvoll ist, bevor er die Zytostatika verkauft. Also in der Analogie, ob man da sozusagen eine entsprechende Überprüfung vornehmen müsste. Und dann aber vielleicht noch ein bisschen ernsthafter in der Form, dass im Kontext der Fokussierung auf das ärztliche Handeln die Frage nach der Indikation auftaucht. Also die Frage, Indikation braucht ein Therapieziel, Therapieziel Tod entzieht sich der empirischen Erkenntnismöglichkeit. Das macht es schwierig für die ärztliche Suizidbeihilfe und später auch nochmal präzisiert. Es ist Aufgabe, Umgang mit Suizidwünschen zu gestalten, aber nicht unbedingt die Durchführung als indizierte Therapie. Also weiterhin natürlich auch dieser Diskussionsstrang, inwiefern überhaupt das ärztliche Selbstverständnis sich für die in Form von Tötung oder begleitetem Töten mit zur Verfügung stellen sollte. Ein Strang, der sich ja auch noch durchzieht. Herr Töns, Sie haben sich gemeldet. Wollen Sie dazu auch was sagen? Warum muss das ärztlich sein? Also erstmal nochmal zur Traumatisierung. Wann sind Angehörige traumatisiert? Wenn jemand plötzlich verstirbt, wenn sie nicht gut aufgeklärt wurden, also wenn noch ein Tag vor dem Tod die Chemotherapie lief und der besser gesagt hat, der wird wieder gesund. Wenn brutal Suizide passieren, wenn sich jemand von Zug schmeißt oder von der Brücke, dann sind Angehörige extrem traumatisiert. Wenn der Tod erwartet kommt, das friedlich läuft, mit vielen Gesprächen, gut begleitet durch ein vernünftiges Team, ist der Tod in der Regel nicht so traumatisierend. Dass Tod immer schlimm ist, ist doch unstrittig, aber der Tod ist ja jetzt hier nicht wegzudiskutieren. Therapieziel ist natürlich bei Suizid was, wo sich einem so ein bisschen der Magen umdreht. Unsere Aufgabe ist natürlich als Ärzte, mehr oder weniger den Willen umzusetzen des Patienten. Da ist es eben auch manchmal ähnlich wie bei der passiven Sterbehilfe, dass eine Indikation brennend da ist, aber der Wille ein anderer ist. Also von daher, klar, das ist schwierig, eine Indikation dafür zu konstruieren, aber es gibt ja auch andere Lösungen. Naja, also eigentlich ist ja der Patientenwille, den wir als Patienten haben, dieser Begriff dafür reserviert, eine medizinische indizierte Leistung nicht anzunehmen oder sie anzunehmen. Und wir argumentieren ja immer sehr, dass das, was der Patient sich oder Patienten sich wünschen, nicht unserer medizinischen Indikation entspricht. Also in dem Fall, ich glaube, wir müssen da diese beiden Begriffe unterscheiden. In dem Fall wäre es ja ein Wunsch des Patienten, aber ein Wille des Patienten wäre, eine medizinisch indizierte Leistung nicht zu machen oder doch zu machen. Aber deswegen steht da die medizinische Indikation nach unserem ärztlichen Handeln immer vorne. Lukas, du wolltest dazu was sagen. Ja, nicht zur Indikation, sondern mehr zur Belastung der Angehörigen, weil ich glaube, da muss man dir widersprechen, Matthias, dass die Angehörigen bei einem erwarteten Tod nicht traumatisiert sind. Also traumatisieren ist ein dehnbarer Begriff, aber was schon klar ist, also Patienten mit einem Suizidwunsch, bei mir zumindest, ist die Begründung häufig, ich will niemand zur Last fallen, ich will nicht gepflegt werden.
Ich will nicht, dass meine Angehörigen mich versorgen müssen. Und das kann bei Angehörigen massive Schuldgefühle auslösen. Der traut mir das nicht zu oder ich bin nicht gut genug für die Pflege oder er empfindet das als zu belastend, wenn ich ihn pflegen muss. Und wir wissen, dass Schuld bei Angehörigen sehr oft zu komplizierter Trauer führt oder zu Schwierigkeiten beim Trauerprozess. Also das kann schon auch in der Gesellschaft Veränderungen bewirken, die Belastung der Angehörigen, die Belastung der Teams, die über sowas diskutieren müssen. Und ich glaube, als Fachgesellschaft sind wir auch aufgerufen, über solche gesellschaftlichen Veränderungen, über solche Prozesse, die unter Angehörigen oder eben anderen Gruppen angestoßen werden, auch mit nachzudenken. Ja, und da würde ich es mir nicht zu leicht machen und sagen, das ist ein schöner Tod. Da freuen die sich dann danach. Aber Lukas, das ist alles Spekulation. Du hast keine Erfahrung dazu. Null Erfahrung. Es gibt dazu nichts Publiziertes. Das ist... Nee, zu Suizid. Das geht ja in Deutschland. Geht in Deutschland auch nicht, aber dass Schuldgefühle oft auftreten bei Angehörigen, dass das ein völlig unterbeachtetes Thema ist und dass das zu komplizierter Trauer führen kann, da gibt es Erfahrung zu. Gut. Wir sind aufgerufen, neue Studien dazu zu machen, zu diesem neuen Thema. Heiner, letzte Frage und dann noch eine kurze Abschlussrunde, was ihr denn hier aus der Diskussion hier die Podiumsteilnehmer mitgenommen habt. Ja, danke. Ich hätte noch eine Frage an Professor Ferrell und zwar, ich habe ihn schon mal gestellt und Sie halten die für absurd, aber als Gedankenspiel. Tatsächlich fällt es mir schwer, diese Reduzierung jetzt ausschließlich auf eine Methode, eine Berufsgruppe. Wohl wissend, dass Ärzte vieles können, aber wir wissen zum Beispiel, dass die Suizidrate bei Ärzten, glaube ich, 4-mal so hoch ist wie in der Allgemeinbevölkerung und wir wissen, dass die meisten dieser Ärzte ihren Suizid nicht mit ihren eigenen Medikamenten begehen, sondern die erhängen sich und nehmen Autoabgase wie andere auch, also bei wir haben eine sehr genaue Suizidstatistik, was die Methoden angeht. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Hat das Verfassungsgericht eigentlich festgelegt, dass diese Methode des Suizides, dass wir eigentlich nur über Vergiften oder Medikamente reden dürfen? Oder geht die Selbstbestimmung des Menschen, der Suizid begehen will, so weit, dass der sich sogar die Methode selber aussuchen kann? Und wenn das so wäre, Sie haben ja gesagt, der Staat darf dem Suizidwilligen keine Steine in den Weg legen. Deswegen muss jetzt wie im Betäubungsmittelrecht müssen die Hindernisse ausgeräumt werden. Und jetzt will jemand sagen, meine Selbstbestimmung geht so absurd weit, dass ich mich vielleicht gar nicht vergiften, sondern erschießen will, müsste er dann auch die Hindernisse im Waffenrecht aus dem Weg räumen oder was auch immer für eine Methode okay. Oder Autoabgas. Wirklich als Gedankenspiel, einfach nur um ins Denken zu kommen, steht das irgendwo, dass wir nur über Medikamente reden? Weil es gab ja auch in der Schweiz diese Exit-Bags und Ähnliches und es gibt Märkte dafür. Mache ich mich dann strafbar, wenn ich einen nicht-medikamentösen Weg nehme? Natürlich kann jeder also selber entscheiden, wie er sich umbringt. Ich mache mich ja auch nicht strafbar als Suizident. Kann ich auch vom Hochhaus springen, vor die Bahn springen? Das wollen wir doch gerade nicht. Das war jetzt aber trotzdem auch nur eine juristische Frage. Ja, aber das ist absurd, haben Sie schon gesagt. Nein, vergiften finde ich absurd. So. Ja, Moment mal, es geht doch um die Unterstützung. So, und dann ist man doch für andere, humanere Methoden darauf angewiesen, entsprechende Substanzen zu bekommen. Das wollen wir doch. Es steht doch außer Zweifel, dass die meisten Suizide leider Gottes nicht frei verantwortlich sind, brutal durchgeführt werden, weil nicht beraten. Das wollen wir doch alles gar nicht. Sondern man möchte doch hier ein Verfahren aufzeigen, wie man Suizidprävention betreibt. Und wenn wir dann Fälle haben, die noch verbleiben, dann bitteschön müssen wir nicht das Waffengesetz ändern, um Suizid zu ermöglichen. Das Betäubungsmittelrecht sehr wohl. Das ist ja wohl noch ein Unterschied. Das okay. Ist die Frage, also, für wen das humaner ist. Es ist 19:29 Uhr. Das ist immer die Frage. Ich weiß nicht, ob das eine ist. Es ist 19:29 Uhr. Sie sehen, es ist hier hitzig. Wir haben deswegen die Sakkos ausgezogen und das ist auch gut so. Wir werden weiter diskutieren. Die Abschlussrunde. Lukas. Du bestehst darauf. Ich bestehe darauf. Es geht jetzt gleich im Chat weiter. Es geht morgen um 12.30 Uhr weiter. Es geht nächste Woche weiter. Es geht nächsten Monat weiter. Es wird uns weiter begleiten, diese hitzige Diskussion. Lukas, was hast du heute mitgenommen? Also erstmal bin ich dankbar für den Austausch der diversen Meinungen. Und ich bin auch Matthias sehr dankbar, dass er sich der Diskussion gestellt hat. Das ist nicht selbstverständlich, weil wir eben doch an verschiedenen Stellen gefragt haben. Du bist derjenige, der sich dazu bereit erklärt hat. Vielen Dank dafür erstmal. Ja. Und ich fand es jetzt wirklich einen Ausschnitt aus einer schon länger laufenden Diskussion mit vielen Argumenten, die wir schon gewechselt hatten, einigen neuen dazwischen. Jetzt nichts, wo ich sage, ich ändere meine Meinung grundsätzlich, aber ist es eben ein Prozess, der sich sicher noch weiter fortsetzen wird. Und wie gesagt, es ist immer gut, wenn man darüber redet. Herr Töns, wollen Sie was dazu sagen? Was nehmen Sie aus der Diskussion mit? Also ich erkenne und rieche eine erfreuliche Öffnung meines Fachgebietes auf andere Meinungen. Das finde ich ganz wichtig.
Ich halte es nicht gut, wenn man politisch oder öffentlich Einflussnahme gegen Mitgliedermeinung oder ohne Mitglieder in Frage bringt. Und ich fände es wichtig, wenn wir allesamt als Ärzte dieses Urteil anerkennen und versuchen, eine vernünftige Lösung gemeinsam zu schaffen. Ja, danke schön, Herr Ferrell. Herr Volz, ich möchte Ihr Wort aufgreifen, es ist eine Bereicherung. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ich bin beeindruckt davon, wie sich allmählich Bausteine entwickeln, die man zu einem Konzept zusammenführen kann. Ich beneide den Gesetzgeber nicht darum, das zu tun, aber er kann es machen. Und das dürfte doch mal etwas Neues sein, nachdem es die von Ihnen zu Recht beklagte Lagerbildung gegeben hat, jetzt doch mal zu einem Weg zu finden, mit dem alle einigermaßen leben können. Das macht Mut, Ihre Veranstaltung. Ja. Vor allem das Leben können bei diesem Thema, nicht wahr? Das ist doch schön. Heiner, was nimmst du mit? Ja, also auch danke und für die auch große Beteiligung im Chat und die Diskussion. Ich finde es wichtig, dass wir das geführt haben, wie gestern, wie wir es auch morgen ja weitermachen würden. Wie ja eingangs gesagt, würde ich mir sehr wünschen, dass wir etwas freier im Denken werden, uns auch mal die ein oder andere Gedankenspinnerei vielleicht einfach mal erlauben, weil mir erleichtert das dann auch irgendwie, mich auf einen Weg zu begehen. Ich fände es schön, wenn alle auch zumindest theoretisch die Möglichkeit im Kopf hätten, der andere könnte Recht haben. Das scheint nicht immer der Fall zu sein, um einfach da ins weitere Denken zu kommen. Und ich glaube aber, dass wir da guten Willens und auf einem ganz guten Weg sind. Oliver, gibt es Chat-Abschlussmeinungen? Es gibt Chat-Abschlussmeinungen in der Hinsicht, dass tatsächlich relativ viel Dank dafür ankommt, dass die Spiele eröffnet sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, was das angeht. Also, dass hier wirklich auch in der Klarheit der Elefant im Raum angesprochen wird und wir uns als Fachgesellschaft der Frage stellen, wie wir uns elementar dazu positionieren und nicht, ob wir es erwägen zu tun. Das ist mal so das eine, was hier deutlich ankommt. Und das Zweite, glaube ich, was man tatsächlich einfach hier wirklich sieht, ist da einfach auch ganz viel wertvolle Gedanken da sind, ganz viel Bereitschaft für Dialoge und ganz viel Sehnsucht, den auch entsprechend fortzuführen. Also ich bin auch sehr froh und ich glaube auch tatsächlich, ich habe das Sakko noch an, ich glaube, dass das noch die Hitzigkeit hier noch nicht unbedingt am Siedepunkt angekommen ist. Also da sollte man sich schon noch irgendwie das ein oder andere vorhalten, bevor man blank zieht. Aber gut, in der Hinsicht sehe ich tatsächlich auch die nächsten Kongresstage und möchte das auch wirklich nochmal anregen als eine Fortsetzung dessen, dass es morgen ja vor allem auch noch um 12.30 Uhr nicht einfach eine Fortsetzung des heutigen Formats sein soll, sondern auch nochmal gezielt die Reflexion darüber, wie wichtig und wertvoll Kontroverse selbst sein kann, wenn man sie entsprechend kulturell so einbindet in diese Diskussionsprozesse, dass sie wirklich Innovation ermöglichen. Denn Kontroverse wird nie davon gespeist sein, dass immer nur eine Position am Ende gewonnen hat, das nennt man Kompromiss oder Überbügeln, sondern dass es tatsächlich zu einem Resonanzraum kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier einüben, dass das gelungen ist, wird zumindest auch von den Leuten aus dem Chat gespiegelt, ist ein echter Zugewinn. Herzlichen Dank auch für dich, dass du den Chat so schön wiedergibst. Ich hoffe, Sie haben sich alle wiedergefunden in dem, was hier in die Diskussion hineingebracht wurde. Herzlichen Dank vor allem an Sie, dass Sie Interesse hatten und mitdiskutiert haben bei uns im Chat. Herzlichen Dank selbstverständlich hier ans Podium und Herrn Töns in Witten vor dem Colorado-Fluss. Herzlichen Dank. Wir werden weiter diskutieren. Herzlichen Dank und schönen Abend.